wie sie mal sagt. Also. Japanischer Bazar. In einem Krankenhaus in einer Stadt namens Island City liegen zwei Patienten auf einem Baum und denken gerade darüber nach, dass sie eigentlich gerade einen Geist gesehen haben. Und jetzt sollen sie die anderen diesen Geist heute Abend irgendwie sprechen oder so? Und dann hatte die auch noch zwei Arme auf einmal wieder. Das war richtig. Ihr hört Schritte auf dem Gang. Immer wieder laufen Schwestern vorbei. Das Fenster, wo das Gitterstäbe getan wurden, damit Viana nicht ausbrechen kann, zeigt noch leichte Kratzspuren an besagten Gitterstäben von einem Brotmesser, das sie vom Mittagessen mitgehen hat lassen. Aber Viala ist nicht mehr da. Viala ist mit der Schwester zurückgegangen. Und ihr zwei liegt da noch. In diesem Krankenhaus. Und wisst gerade wahrscheinlich gar nicht so richtig, wohin. Dieser ganzen Geschichte. Sekunde, ich muss eine kurze Leiter. Diese Krankenhauszeiten sind super. So, jetzt müssen wir uns in die nächste Wohnung bauen. Nein, lieber nicht. Darauf kann ich gerne verzichten. Ich habe keine Ahnung. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie wieder da ist und ich weiß auch nicht, ob sie da ist. Irgendwie ist sie wie ihre eigene Zwillingsschwester. Aber ich bin mir... Das ist sie. Also es ist nicht einfach die Zwillingsschwester. Die Zwillingsschwester würde... Nein, sie erinnert sich. Ja, sie hat auf jeden Fall reagiert, als ich Ingrid erwähnt habe. Und ich bin ja auch ganz sicher, an der einen oder anderen Stelle hat sie gelogen. Sie hat auch auf die blauen Blumen reagiert. Andererseits, wie konnte sie entkommen? Ich meine, wir waren alle dabei, wenn ich auch nicht mehr so ganz bei meiner Sinne war, aber sie wurde eindeutig entführt. Einfach wieder da. Und sie hat. Und sie war in den Händen von diesen Typen, die diese. Wir haben ihren Arm gefunden. Also, was. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Das kann sie nicht sein. Oder vielleicht waren sie es vorher schon. Kennst du das, wenn du glaubst, jemanden zu kennen und irgendwie doch weißt, dass du es nicht tust und nicht weißt, ob du ihm jetzt trauen sollst oder nicht? Ich hatte mal einen. Ja, ich dachte, es wäre ein Freund gewesen in meiner Zeit in Violent. Vor vielen Jahren. Und wir hätten uns dann auch einige Monate aus den Augen verloren, als er zurückkam. Er war so anders. Auf alle Fälle, wir müssen. Ich will sie mir anschauen. Ich will mit ihr reden. Schnell, ich lege mich wieder ins Bett. Herein! Langsam und vorsichtig öffnet sich die Tür und die besagte Frau, von der die beiden gerade noch gesprochen haben, schleicht sich durch den Türrahmen, schließt die Tür bedacht wieder hinter sich und steht einige Sekunden mit dem Gesicht zur Tür im Raum, ehe sie sich umdreht. Könnt ihr laufen?
Ja. Ach, du bist. Ich habe mich schon gewundert, wieso die Schwestern anklopfen sollten. Laufen wohin? Wollt ihr hierbleiben? Ah, nein. Ich habe nicht vor, länger als nötig auf diesem Planeten zu verbringen. Mit großen Augen starre ich dich an. Ihr etwa? Nein. Naja, wir haben einen Auftrag. Nein, wir haben vor allem etwas zu klären erstmal. Davon reden wir später. Willst du jetzt hin? Gerne. Ich wollte euch nur fragen, ob ihr hier bleiben wollt. Ansonsten werde ich jetzt versuchen, mit den Ärzten zu reden, ob sie euch für eine Nacht entlassen und morgen wieder einholen. Das wäre sehr freundlich. Ja, mach das. Sie schaut so von einem zum anderen und ihr Blick geht immer wieder so auf deine Hände. So, als würde sie noch die Blume erahnen, die du ihr vorhin entgegengestreckt hast. Der Imperator beschützt. Der Imperator beschützt. Wenn alles gut geht, hole ich euch nachher ab, bevor ich mit Voss... Nix. Nix? Aber er ist doch mit Voss hier gemeldet. Mit Voss nach... Naja. Ich werde vorher noch bei meinem Apartment vorbeischauen müssen. Das ist ein Apartment? Naja. Das ist vielleicht übertrieben. In meinem Zimmer. Wo ist das? Im Hafenviertel. Also dürfte nicht weit von euch entfernt sein. Seit wann hast du das? Seit ich hier bin. Ach, also seit einer Woche? Seit 2 Wochen. Habe ich euch gesagt. Der Imperator beschützt. Imperator beschützt. Atmet schön weiter bis nachher. Beeil dich, wir haben viel zu besprechen. Sagt sie, nickt zweimal. Und genauso bedächtig, wie sie gekommen ist, geht sie auch wieder durch die Tür hindurch zurück. Der Tag vergeht. Schwester Viala, habt ihr noch was Besonderes vor? Ich vermute, ihr geht zum Hafen, zurück zu eurem Apartment. Ja. Ja, ich wollte noch zu meinen Kids. Wenn die Schwester mich lässt, weil ich bin ja immer so verwundert und so. weil ich habe ja noch den letzten Auftrag von meiner Schwester, dass ich mich über die milden Herren informieren soll und was auf dem Westenhaus los ist. Das sind Dinge, über die ich dir nur schwerlich Informationen geben kann. Ja, ich würde halt einfach. Ich meine, wenn es keine Informationen gibt, dann ist es einfach so, dass ich meinen Kids einfach mal wieder Hallo sage. Ja, du gehst hin. Auch wichtig. Du informierst dich und sie sagen, sie kümmern sich drum. Sie schauen mal, was sie finden. Gibst ihnen noch eine Wurst. Nein, 2 Drohnen. Mehr, ja. Okay. Also tatsächlich, ich kümmere mich ja um meine Kinder und gebe denen halt ihre Drohnen und ein paar Würste und. Sie wissen ja, sie können sich immer auf mich verlassen. Ja. Und wir haben ja, unser Versteck aufgegeben. Ich müsste aber noch so ein paar Monate bezahlt sein. Aha. Ja. Und dieses Versteck würde ich Ihnen nennen. Dass Sie das einfach jetzt auf jeden Fall die nächsten... Also bis der Mietvertrag ausläuft, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Bis der Mietvertrag bis ausläuft? Bis der Mietvertrag ausläuft, können Sie da auf jeden Fall wohnen und haben einen Rückzugsort. Und können mir halt auch, also wenn irgendwas ist, sollen Sie zu mir kommen, aber da können Sie halt sich sicher fühlen. Ja, Sie nicken alle eifrig mit den Köpfen, mit denen du redest. Und verschwinden dann wie Schatten. Wieder in den engen Gassen. Und sie sollen natürlich die Augen und die Ohren offen halten, falls der komische Mann wiederkommt oder andere komische Dinge. Ja, ja, immer. Ja. Wenn du uns nur immer Würste bringst. Immer. Das ist ja mein Job. Ich bin ja die große Schwester. Ja, ja, genau. Und dann verschwinden sie. Hast du noch was? Nein. Okay, gut.
Dann gehst du auch irgendwann zurück ins Apartment im Hafen. Ja, und ich würde dann halt auch nochmal, wenn die Schwester gut gelaunt ist und nicht gerade irgendwie ampi schaut, weil die war ja das letzte Mal nicht so gut auf mich zu sprechen, das haben wir schon mitbekommen. Ich bin ja nicht die Schlauste, aber krieg schon den mit. Und weil sie irgendwie so aussieht, als wenn es geht, würde ich halt nochmal so irgendwie versuchen, mit ihr zu reden. Schwester, ich wollte nur noch mal fragen, was ihr denn jetzt von der Gesamtsituation haltet. Also ich meine, die sieht aus wie sie, die redet wie sie und die, das ist schon sie. Schwester Nova ist gerade dabei, ihre kleine Laserpistole zu reinigen. Sie hält sie weg, nickt. Ich glaube, wir müssen darauf vorbereitet sein, sie. Ich weiß nicht, wie dieses Gespräch verlaufen wird. Ich weiß auch nicht, wie wir sie treffen werden. Ich weiß ja nicht einmal, vielleicht lockt sie uns in einen Hinterhalt. Ich weiß es nicht. Nein. Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass sie uns nicht in einen Hinterhalt. Wir bestimmen, wo wir uns treffen. Ja? Lass mich doch ausreden. Oh, natürlich. Lernen es einfach. Hm. Wir müssen darauf vorbereitet sein, sie umzubringen. Wir oder ich? Ihr müsst es mir was sagen. Du musst auch darauf vorbereitet sein, genauso wie ich. Ich mag sie halt voll gern. Wenn sie nicht die ist, die sie ist, dann ist es natürlich nur eure Entscheidung. Wenn ihr sagt, das ist nicht sie, dann muss sie sterben. Ich denke, wir zwei sollten am besten eine Phrase vereinbaren, einen Satz vereinbaren. Mhm. Wenn ich den sage, dann erschießt du sie. Okay. Natürlich. Aber wir prüfen schon vorher, ob sie es ist oder nicht. Ja. Gut. Dann in Ordnung. Und was sagt ihr ganz genau? Ich würde sagen. Irgendwas Außergewöhnliches, was ihr nie sagen würdet, vielleicht. Auf Yucantos gibt es viele Warlocks. Das ist nicht mal gelogen, ja, das stimmt. Wiederhol den Satz. Auf Yucantos gibt es viele Warlords. Und dann bringe ich sie. Gut. Möchtest du noch einmal die Laserwaffe mit mir durchgehen? Wir hatten das ja, bevor du ins Krankenhaus gegangen bist. Also schau hier. Und ich drücke die Pistole wieder an die Hand. Nach einer Weile sage ich wieder, also ich erkläre wieder, Abzug und hier muss man aus dem Magazin. Dann frage ich immer wieder nach, wie war der Satz? Auf Yucantos gibt es viele Warlords. Und so verbringen die Schwester und Viala ihren Nachmittag, / frühen Abend, mit dem Lernen von Laserpistolen auseinander und wieder zusammenschrauben, reinigen und schießen. Ja. Und dem Wiederholen des einfachen Satzes, der vielleicht ein Urteil treffen wird. Es wird später und ihr beiden, die im Krankenhaus liegt, Nelvin und Gaia, wartet sehnsüchtig darauf, dass die Zeit vergeht. Aber so wie das so ist, wenn man im Krankenhaus liegt, die Zeit vergeht halt langsam. Und ihr seht immer wieder Schwestern, die vorbeilaufen und ein Arzt schaut sich eure Wunden an und ihr hört nichts von ihr. Bleibt sie denn? Das Warterei geht mir ganz schön über die Nerven. Ja, liegt sie doch einfach nur was. Ich bin schon alle Sachen durchgegangen, die ich hier habe. Meine Gedanken aufgeschrieben. Was denn? Ist dies oder ist nichts? Das, was mich am meisten stört, sind ihre Hände. Wieso hat sie die wieder? Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie die schon immer. Ja, und das, was ihr da gefunden habt. Was sie abgebissen wurde in jeder verhängnisvollen Nacht, hatte sie einen dritten Arm. Vielleicht war sie das gar nicht. Aber es war diese Mechanik dran mit ihrer Waffe. Nein, ich meinte, vielleicht war sie das gar nicht. Was? Das jetzt gerade oder das damals? Das damals. Meinst du das?
Ich weiß es nicht, aber alles ist doch irgendwie möglich. Also entweder sie ist jetzt ihre Doppelgängerin oder sie war es vor ein paar Tagen. Ja, aber dann haben wir die Doppelgängerin kennengelernt und sehen, also das ist wurscht geworden. Aber jedenfalls scheinen sie sich ja irgendwie zu treffen, nein, zu kennen, eigentlich nicht zu treffen, also wahrscheinlich getroffen zu haben. Oder ich weiß es auch nicht. Also oh, und du meinst, es sind doch zwei Personen und sie haben sich nur sehr viel darüber unterhalten? Daher ihr Wissen? Mag sein. Währenddessen, bei Lord Voss, du schraubst Glühbirnen mit deinem Assistenten. Wie heißt der nochmal? Rob. Rob, nicht Bob. Oder ist er Bob? In jedem Fall, Rob und Bob geben dir Glühbirnen, die du wechseln kannst. Und Aufzüge, die du reparieren kannst. Schaltkreise, die durchgebrannt sind und zu denen man freundlich beten muss, damit sie wieder funktionieren. Ja. Und auch bei dir vergeht die Zeit heute irgendwie langsamer als sonst, hast du das Gefühl. Bis irgendwann der Zeitpunkt kommt, außer du möchtest noch was Spezifisches tun? Nein, ich kümmere mich um die ganzen Sachen, die anfallen. Du kümmerst dich um die Sachen, die im Krankenhaus so anfallen. Ob es irgendwie mal wieder nicht auf die Reihe kriegt. Und aber zumindest weiß er, wo die Sachen liegen. Und, ja, wie, wir müssen jetzt dann noch 25 Glühbirnen austauschen? Ja. Aber es waren doch schon 24. Einhalb. Also jetzt so, noch, soll ich noch eine holen? Habe ich mich echt so sehr schlimm verzählt? Ja, hol noch eine. Okay. Holt noch eine Glühbirne. Ihr wechselt auch die 25. Glühbirne aus. Du bist dir nicht sicher, wie eine halbe Glühbirne gezählt hat. Du weißt, dass du 24 gezählt hast. Er schafft manchmal Dinge, die man für wahrlich unmöglich hält, aber so ist er. Ja, so ist er. Und schließlich kommt der Moment, in dem du dich an die Rezeption begibst. Würde einen guten Servitor abgeben. ja, ich werde zur Rezeption gehen. Und da findest du Hest, die fleißig noch Akten sortiert, dich sieht und sagt, verdammt, eine Sekunde noch, ja? Diese zwei Akten müssen noch in dort und dann müssen wir noch Ivy und Rob holen. Er stellt sich gegenüber und sie verschwindet zu einem Schrank, macht ihn auf, legt die Akten rein, holt andere Blätter, tut sie dazu. Stellt sich mit verschränkten Armen hin, beobachtet sie. Alles okay? Alles in Ordnung. Und schaut sich so ein bisschen auch ihre Bewegungsmuster an und ja. Du misstraust ihr, oder? Misstraut ihr Voss? Sie hat das, was der Omnisar ihr gegeben hat, durch was anderes ersetzt. Mhm. Mir ist zwar noch nicht ganz klar, dann machen wir einen konkurrierenden Wurf. Du machst einen auf Vorgaukeln, das geht auf Charme. Ich mache einen auf Forschender Blick. Warum soll ich, was soll ich denn vorgaukeln? Charme. Naja, willst es nicht verstecken, dass du ihr misstraust? Okay, gut, dann müssen wir nicht würfeln. Also nicht nur, dass ich den Wurf sowieso nicht schaffen würde, aber... Ja, nein, aber... Ah ja, ich habe noch nicht viele von dir kennengelernt, von den Anhängern des Roten Gottes und so. Aber es ist ja schön, dass wir so einen guten Techwart hier haben, sagt sie, während die Frau die war im Rollstuhl, die andere Rezeptionistin vorbeifährt und auffällig über unauffällige Sachen redet. Ach ja, wie wunderschön, dass du mich heute nach Hause bringst. Ich habe schon gehört, dass es ganz große Probleme mit dem Piepen gibt. Die haben heute irgendwie... Gehen wir die anderen holen. Sagt sie dann. Machen wir das. Und ihr begebt euch zu besagtem Zimmer, das nochmal ich wieder vergessen habe. Und es kommt was bei euch in die Tür. Herein! Ich spring aus dem Bett. Klink, Tür auf. Ja, endlich. Wir warten schon ewig. Aber vorsichtig sein. Ja. Nicht umfallen. Braucht ihr Wasser? Nein. Wir haben genug getrunken, wir haben uns schon angezogen. Wunderbar. Los geht's. Okay, dann gehen wir Richtung Hafenviertel. Am besten.
Mit einem Piepen? Sagt sie und grinst in Lord Voss Richtung. Nun, laufen würde ich eher nicht raten, sonst kommen wir zu spät. Ich vergaß das. Ja, wir nehmen einen Piepen. Dann spielt Nilfin und schaut sich seine Bauchwunde an. Oder eine seiner vielen Wunden. Seiner vielen Wunden. Du hast auch eine Bauchwunde gerne. Ich habe wirklich keine Lust, mich viel zu bewegen. Verzeiht mir bitte. Hilfst du ihm? Ich helfe ihr. Und weil das. Okay, wir gehen. Und sie geht voraus Richtung Tür. Ach, ist das schön, dass sie sie heute mit nach Hause nehmen, sagt sie auf dem Weg. Ja, man kann natürlich, wenn die Großmutter vorbeikommt, nicht einfach sagen, dass man nicht kommt. Das ist schon klar. Und dergleichen gibt sie von sich, während sie Richtung Tür laufen. Und dann läuft sie noch zwei Block weiter, sodass man nicht direkt vorm Krankenhaus stehen bleibt. Und ruft ein Piepen. Und ihr steigt in ein Piepen. Wenig später werdet ihr im Hafenviertel ankommen. Kommen wir in unsere Wohnung oder in deine? Ich muss erst noch zu Hause vorbei. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich möchte meine Sachen holen. Natürlich, sollen wir dir tragen helfen? Du wolltest dich gerade wenig bewegen, also mache ich das wohl alleine. Ja, aber wenn es schneller geht. Wollt ihr mich ja nicht alleine dahin gehen lassen? Ich glaube, du wirst es schon schaffen, deine Sachen alleine da rauszuholen. Denke ich doch auch. Warte raus, kurz hier und sie steckt aus und geht. Bin mich ja doch brennend interessiert, was in ihrer Wohnung ist. Geh hinterher. Ich glaube, sie wird das noch genügend Interessantes zu erzählen haben. Aber es ist schon mal gut zu wissen, wo es ist. Wo es war. Ihr wartet kurz im Piepen und nur wenig Zeit darauf stolpert sie eifrig die Treppe hinunter mit einem Rucksack. Tatsächlich so, wie ihr sie auch kennengelernt habt, trägt sie jetzt dunklere Klamotten als vorher. Also als sie im Krankenhaus war, hat sie Jeans und so grüne weite Bluse getragen. Und jetzt trägt sie wieder schwarz und braun und grau. So wie ihr sie kennengelernt habt. Mit einem Mantel drüber, der nicht das Rot hat, das ihr sonst kennt, sondern ein sattes Lila. Mit einem Rucksack auf dem Rücken und sonst nichts. Ihr seht auch keine offensichtliche Bewaffnung. Steigt sie wieder ins Piepen rein und ihr fahrt weiter. Wir fahren jetzt zu euch, oder? Ja, wir müssen zu Ich nehme an, sie sind bei uns, oder? Ich hoffe doch. Ja. Und das Piepen fährt weiter. Der Piepenfahrer interessiert sich offensichtlich nicht für euer Gespräch. Und irgendwann werdet ihr ankommen. Hier? Ich, ja. Ich mir immer noch von der Schwester. Diese blöde Laserpistole, die ich überhaupt nicht blicke. Auf Iokantos gibt es viele Warlords. Ich schieb immer so meine Schicksalsbote so leicht auf den Tisch. Ich versuche mal so ein bisschen Aufmerksamkeit, um meine Pistole zu lenken, weil ich mit dieser. Also, furchtbar. Das ist für mich keine Waffe. Die liegt nicht in der Hand, die macht mich. Und ich versuche dir das dann so ein bisschen nahe zu bringen. Ja? Also, ich sage dann: Schau mal, also hier, das ist eine echt coole Waffe. Und so diese. Und du das Magazin so spielen und die Waffe so spielen lassen und. Die liegt auch voll gut in der Hand, wenn du mal testen willst. Sie nimmt sie in die Hand, schaut gerne ernst an und sagt, kein Wort zu den anderen, egal wie dieser Abend ausgeht, kein Wort über unsere Vereinbarung mit dem Satz. Mhm. Und jetzt wiederholen wir nicht mehr. Dann siehst du, dass sie anfängt, das Magazin auszunehmen. Also da ist eine gewisse Routine drin, aber sie
Damit habe ich, mit sowas Ähnlichem habe ich zuletzt als Kind geschossen. Mit ja, super. Das sind die besten Sachen. Ich nehme wieder dieses Ding, klack das so nach vorne, schmeißt die immer nach oben, fangen die auf, so richtig, also total posermäßig. Und du das Magazin noch so und dann klack, klack. Und, die Schwester greift nach der Waffe, versucht das nachzumachen. Oh, Magazin runtergefallen. No! Ich sage, das ist viel Übung. Aber ja, so hat jeder seine Präferenzen. Nein, nein, ich möchte wieder schießen lernen mit auch solchen Waffen. Ja, wunderbar. Nicht immer klar, dann, dass man so nachdem du meine Waffe einmal runter hast fallen lassen, hole ich mal den anderen Revolver aus der Tasche, weil das ist halt meine Schicksalsbote. Und tu die so ganz unauffällig weg und die andere hinschieben. Schau, mit der geht's auch gut. Ah ja. Und dann. Meinst du, die kommen noch heute? Ich vermute. Gut. Ja, auf Bekanntes gibt es viele Mordarts. Wir sprechen da drüber. Ja, jetzt nicht. Es klopft nicht an eurer Tür. Ich mach die Tür auf. Ich verstecke meine Waffe so, dass ich gut drankomme. Vor euch steht der Trupp, der fehlt. Die drei Leute, drei, vielleicht vier Leute aus eurer Zelle. Müsst ihr dann wieder ins Krankenhaus? Oh ja, ich glaube schon. Morgen. Wie reagiert dann Sokrates? Auf mich? Hat er irgendwas, worauf du mich spezifisch würfeln lassen möchtest? Geruch. Was der riecht. Der riecht, das ist ein Aufmerksam, kannst du mir kurz deinen Wahrnehmungswert sagen, bitte. Zucker. 55. Und dann kriegt er bei Riechen plus 10. Also über natürliche Sinne Geruch. Weiß nicht, ob er da noch. Dann kriegt er plus 20. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würfel mal so drauf. Er hat ja immer eine ganze Zeit lang deinen Arm rumgetragen. Ja. Sokrates reagiert wie auf einen bekannten Menschen. Also ignoriert er dich. Er ignoriert mich. Er schlägt mich an. Deswegen habe ich so vage ausgedrückt, damit du reinfühlen kannst, was er für gewöhnlich tun würde. Also er schlägt jetzt nicht an oder sagt, oh mein Gott, Feindherrchen. Sondern es ist ein wohlwollendes Ignorieren, so als wäre sie wieder durch passend. Die Tür gegangen. Ja. In bester Hausfrauenmanier hat Schwester Nova schon Gläser hingestellt. Kekse, natürlich, gebacken, in gebeulter Form, leicht angeflambiert. Wollt ihr hier sprechen? Ist das hier... Wir haben bis jetzt immer hier gesprochen. Warum sollten wir es jetzt nicht mehr tun? Okay. Viana ist ungewöhnlich ruhig und sitzt der Schwester gegenüber und sitzt so da. Und sagt nur, da seid ihr ja endlich. Mehr nicht, also es ist für Viana wirklich sehr wenig Worte. Nilfi muss schmunzeln und schaut dich an. Also, nochmal hallo. Hallo. Nun, ich denke, ihr sollt uns eine Geschichte schuldigen. Eine? Inwiefern? Was mit euch passiert ist. Aber was heißt inwiefern? Woran erinnerst du dich? Wo warst du die letzten zwei Wochen? Was ist passiert? Wer bist du? Sie schaut sich suchend im Raum um. Okay, wir können hier reden. Was suchst du denn? Weiß nicht. Dann wirst du es nicht. Mikrofone, Wanzen. Leute, die uns zuhören. Da, unterm Tisch, wo du sitzt. Dann lächelt Schwester Nova ein bisschen schmal. Wird natürlich super unsympathisch. Du lächelst sie an. Ja. Und sie rutscht so von dir weg. Forst, wird dir irgendwas aufgefallen, dass hier irgendwas rumhängt? Ach so. Ein Scherz. Und so jemand zuhört. Erstens,
würde sie mit einem Blick so eine Wanze oder ein Abhörgerät nicht sehen. Zweitens, würde ich nicht, nein. Zweitens, wäre dieses Abhörgerät schon... Hörgerät, was heißt denn das? Ein Mikro, so was wie du es an deinem Hals hast. Ah, du meinst, wo dann alle alles hören können. Mhm. Hallo, hallo, ich bin da. Und zweitens, sie lacht. Seitdem wir hier eingezogen sind, war Sokrates die ganze Zeit hier. Das hieß, derjenige hätte an Sokrates vorbeigehen müssen. Ich. Gut. Hat er euch geschickt? Ja. Natürlich. Ich bin. Ich bin diesmal nicht weggelaufen. Wenn ihr mich also zurück nach Scintilla bringen wollt, dann komme ich sofort mit. Du schaust in Delphins fragendes Gesicht. Was? Wie? Er tendiert dazu, Zell zu schicken, wenn ich nicht auftauche. Wer? Aber ich kann diesmal gar nichts dafür. Wer tendiert dazu? Unser Herr. Ihr kennt meinen Namen. Also, Marzia. Den hat er euch doch gesagt, oder? Wer ist denn er? Nein, hast du uns gesagt. Wer ist er? Ich kenne euch nicht. Eine Frage nach der anderen. Wer ist er? Unser gemeinsamer Auftraggeber. Und wie heißt unser gemeinsamer Auftraggeber? Na, spuck's aus. Kalt. Sagt sie ganz leise, kalt. Flüstert sie ganz leise in die Runde rein. Nun. Kalt. Lass sie doch einfach mal ihre Geschichte erzählen. Genug gesagt. Es reicht vollkommen. Erzählt uns eure Geschichte, wie ihr hier auf den Planeten gekommen seid und was ihr bis dato erlebt habt. Und dann erzählen wir euch, was wir mit euch erlebt haben. Ihr habt etwas mit mir erlebt. Erst bist du dran. Erzählt uns eure Geschichte. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was wisst ihr denn über mich? Ab dem Zeitpunkt, wo ihr den Planeten betreten habt. Wir wissen, dass ihr von 25 die Letzte seid. Nein, von 17, oder? Nein, von 25. Deswegen, ab dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Planeten betreten habt. Ich habe diesen Planeten nicht betreten. Sondern? Hat er dich hier mitgeschickt? Weiß er es schon? Er hat uns sehr wenige Infos gegeben. Sie steht auf und geht zwei Schritte von dir weg. Sie ihre Geschichte erzählen und unterbricht sie nicht dauernd. Was hast du eine Frage gestellt? Ich kenne Leute wie dich. Weiß er es schon? Wer? Sie hat vorhin schon kalt gesagt. Was weiß er? Du weißt das nicht. Was weiß ich nicht? Sie reibt sich so den Kopf. Das ist Schwester Tara, da könnt ihr alles sagen und das solltet ihr auch tun. Wenn euer Leben euch irgendwas wert ist auf diesem Planeten. Vor einigen Stunden bist du mir noch sehr freudestrahlend um den Hals gefallen und hast behauptet, dass du mich kennst. Ja, ich kenne dich auch. Aber du machst mir Angst. Du sagst, dass du gar nicht da bist und gar nicht hierher gekommen bist. Ich bin auch nicht. Also, ich. Okay, wenn ihr nichts wisst, dann brauche ich eure Hilfe. Ja. Und deine ganz besonders. Was ist los? Fang von vorne an. Ich weiß nicht, wo vorne ist. Ab dem Zeitpunkt, wo du diesen Planeten betreten hast. Wann hast du ihn betreten? Vor 2 Wochen ungefähr. Mit welchem Auftrag? Mit gar keinem Auftrag. Warum bist du dann hierher gekommen? Weil... Und sie schluckt heftig und ihr seht so Tränen in ihren Augen, ja. Und sie fängt an, sich selbst zu zwicken. Das ist weit. Wie lange seid ihr denn schon bei unserer Organisation? Das ist, dürfte weit über eurem Status sein. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen darf. Schwester Lova steht auf und geht zu Marcia, oder beziehungsweise sie ist, und möchte ihr so beruhigend einfach die Hand auf die Schulter legen. Natürlich legst sie die Hand auf die Schulter. Ja, und ihr so ein bisschen so
quasi so eine Art Taschentuch, so, wein nichts, Trost, du bist geborgen. Ja, sie nimmt das Taschentuch an und als sie dich anschaut, siehst du, dass ihre Augen rot sind. In dem Moment, in dem du sie angefasst hast, sind ihre Augen rot geworden. Sie hat angefangen, aus der Nase zu bluten. Ganz erschreckt nimmt sie die... zwei Meter, sagt sie und macht so die ausgestreckte Hand in deine Richtung. Ich schaue so verwirrt in die Runde. Und mache aber keine Anstalten zu gehen. Also keine zwei Meter, okay, okay. Ich glaube, ihr sollt Abstand halten. Sie zittert am ganzen Körper und setzt sich auf einen der nächsten Stühle, die sie findet. Das irgendein Grund reagiert, sie Körper nicht aufhören. Nicht zu weit weggehen. Zwei, drei Meter dürften gut sein. Bekommst du Nasenbluten, wenn du näher gehst? Ja. Zu wem? Zu eins allen oder nur zu ihr? Zu viel. Und sie, ich weiß nicht, wer am nächsten steht, aber sie fasst demonstrativ Lord Voss an die Schulter. Und Lord Voss ans Handgelenk. Und der Nasenbluten ist schon wieder weniger geworden. Nein, nein, ich glaube nicht, dass es an euch liegt. Sondern an ihr. Das ist ein Thema für gleich. Ja, manchmal ist es schon okay, so. Von Anfang an, wie ich auf diesen Planeten gekommen bin. Ja. Okay, wenn ihr mir zuhört, wenn ihr mir versprecht, ich habe den Auftrag, zurück zu unserem Herrn zu kommen und ihm zu berichten. Und ich habe einiges zu berichten. Und ich muss es ihm sagen, es ist wichtig, dass er weiß, was bei der Mission passiert ist, auf die er mich geschickt hat, bevor dieser ganze, dieser Idiot... Ach. Und ihr seht diese 25, die du bisher gesehen hast und du auf ihrer Wange aufleuchten, ganz grell, fast weiß, leuchtet so eine ganz kleine 25 auf ihrer linken Wange auf. Es ist kein Problem, du wirst zu ihm zurückkommen. War das in Sibelius? Nein, also da muss ich hin. Was hast du da in der Hand? Dinge. Was ist das? Ist doch egal, redet mal weiter. Das ist nicht egal, was ist das? Nein, du erzählst erst einmal. Ja, die Schwester hat gesprochen. Gib sie mir. Dann bringt sie mir her. Nein. Ihr müsst jetzt vertrauen. Er ist auf Jukantos. Der letzte Stand ist, dass er auf Jukantos ist. Er? Ach so. Ja, ich weiß. Von dort aus habe ich seine Nachricht erhalten. Ich hatte Mission, ein Mitglied meiner Zelle ausfindig zu machen. Er sollte... 25? Ja. Ich dachte, sie sind alle tot. Er nicht. Ah, das habt ihr uns aber verschwiegen. Erzähl. Was? Du sollst ihn ausfindig machen. Ja, ich sollte ihn ausfindig machen mit einem Teil der Zelle 17 und ich dachte, er schickt mir den verdammten Omega-Psionika, aber nein, stattdessen hat er mir die Psionikerin geschickt. Es gab nichts, was ich tun konnte. Okay, ich weiß ja, wie das ist, wenn man Dinge erzählt, die man Yala. Nicht weiß. Yala, lass sie reden. Lass sie doch erstmal sich beruhigen. Lass reden und fall ihr nicht ins Wort dauernd. Ja. Ich habe ihn geholt. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn ausfindig gemacht. Ich bin ihm gefolgt. Er hatte neue Kumpanen. Ich konnte ihn nicht auf dem Schiff stellen. Also bin ich mit ihm mitgegangen, in der Hoffnung, dass ich ihn auf einen Planeten stellen kann, auf dem er verdammt nochmal nicht hunderte, tausend von anderen Leben in Gefahr bringt mit seiner verdammten Hexer. Hi. Dann sind wir gefallen und gefallen und ich weiß nicht, was er getan hat, aber er hat irgendwas getan, irgendwas mit der anderen Seite, irgendwas mit dem Schleier, irgendwas mit irgendwas, wir sind durchgefallen und es war dunkel und lila und nichtssagend und nichts und dann bin ich nicht rausgefallen. Und das nächste, an was ich mich erinnere, ist der Hafen und das Wasser um mich rum.
Und der verdammte Regen, der verdammt nochmal Blut ist. Entschuldigt. Sie vergräbt so total die Hände im. Die Gesicht in den Händen so rum. Ihr könnt euch also nicht daran erinnern, dass ihr eurem Herrn schon berichtet habt, dass die Zelle 17 gefallen ist. Die Zelle 17 ist gefallen? Ich habe sie rausfallen sehen. Sie müssen noch auf Fällen Kais sein. Das kann nicht anders sein. Clara ist da wieder. Sie ist da rausgefallen. Nur ich bin nicht rausgefallen und er ist auch noch da drin. Ich schaue zwischendrin immer mal wieder sehr intensiv die Schwester an und warte auf ein gewisses Zeichen. Und sie schaut immer nur beruhigend gut zurück. Nun, da ich euch meine gesamte Geschichte erzählt habe, die wahrscheinlich über jedes Protokoll, das ich jemals gelernt habe, hinausgeht und dass ich euch niemals hier in dieser verdammten Hafengegend erzählen hätte dürfen, könnt ihr mir bitte sagen... Noch eine Frage. Wie bist du dann hierher gekommen? Wie hierher? In diese Stadt. Ich bin hier aufgewacht. Und dann bist du als erstes ins Krankenhaus gegangen und hast gedacht, hier arbeite ich jetzt. Nein. Und ich heiße wie nochmal? Hist. Wie, heißt du schon immer Hist? Nein. Wie hieß du früher? Mein richtiger Name ist Jedi. Ah. Noch irgendwelche Namen, die wir wissen müssen? Nein. Die wir vielleicht auch kennen würden? Marzia. Aber genau. Das habt ihr ja schon erwartet. Aber nochmal die Frage ist, wie bist du zu dem Job gekommen? Wie bist du genau in dieses Krankenhaus gekommen? Ich habe meinen Weg mit Menschen. Kontakte, ein paar richtigen Leuten zulächelnd. Warum genau dieses Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Es war das Erste, was mich angenommen hat. Ich arbeite ja nicht nur im Krankenhaus. Ich arbeite nachts noch in der Bar, damit ich endlich genug Geld bekomme, um zurück nach Scintilla zu fliegen. Das heißt, es ist ein reiner Zufall, dass du in dem Krankenhaus auftauchst, in dem wir gerade unsere Wunden lecken lassen und dort forschen arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Das ist aber echt schlecht. Woher hast du diese Blume? Ich gebe die nicht einfach so her. Oh, du gibst noch viel mehr nicht her. Übrigens, hallo. Er geht nach hinten, kramt was raus, kommt wieder, reicht dir einen abgetrennten Arm. Kaya möchte was sagen. Was zur Hölle? Der gehört auch dir. Tu den weg, was soll ich damit? Ja, das ist vielleicht ein bisschen eklig. Ihr kennt mich. Wir machen offensichtlich. Ja, bitte, was möchtest du? Du kannst ihn gerne untersuchen. Jetzt lass doch mal Kaya ran. Ich möchte, sie hat sich an einem Tisch festgekrallt. Wie weit bist du entfernt? Sonst halt am anderen Ende des Tisches. Okay, gut. Das ist wahrscheinlich weit genug. Sie hat immer noch rot geschwollene Augen und krallt sich an diesem Tisch fest. Aber sie hat keine roten Pupillen oder sowas. Nur nein, sie hat nur, es sind Äderchen geplatzt, okay, oder so. Gut, ja. Sie ist nicht spontan in den Mund geworden. Ja, nein. Gut, ich beobachte das halt sehr. Wir sind jetzt bei der Geschichte über das lila Licht und irgendetwas, was so nach diesem Sioniker kommt, ganz nervös geworden. Seine letzten Erfahrungen waren da ja nicht gerade gut und ist seitdem irgendwie noch doppelt vorsichtig geworden. Du? Ich erzähle dir eine Geschichte. Ach, bitte, erzähl mir eine Geschichte. Ja. Was du davon hältst und ob du eine Erklärung hast, wie das sein kann. Ja, bitte. Ich versuch's. Vor ungefähr zwei Wochen habe ich in der alten Kanzlei unseres Kontaktmanns bin. Es gibt hier einen Standort. Seid ihr eine Schläferzelle? Es gab einen. Okay. Es gibt eine. Also es gibt uns. Ja. Oh, das ist jetzt zwei, drei Länge. Okay, erzähl. Entschuldige. Ich bin nachts in die Kanzlei gegangen, um noch etwas zu suchen, um Informationen, die dort versteckt waren, zu borgen, damit wir sie nicht verlieren. War unser
Ja, genau. Und dort bin ich jemandem getroffen. Eine junge Frau. Sie war schon vor mir im Mord und hatte auch die Informationen in der Hand, die ich eigentlich borgen wollte. Ja. Schulterlanges, dunkles Haar. Der eine Arm war nicht mehr über. Es war eine. So was wie eine Prothese. Sie schaut auf den Boden zu dem abgetrennten Arm, auf ihre eigenen Arme, zu dir. Und in der Dunkelheit. Oh ja, ich hielt meine Waffe in der Regelung, also ich hielt ihre Waffe in mein Gesicht. Und da leuchtete ein kleiner 25 in mein Gesicht auf. So stellte sich vor, als Martian. Und seit dieser Zeit begleitete sie uns. Und hat uns unterstützt in unserer Mission. Und hat erzählt, dass sie der Zelle 25 gehört hatte. Und die Zelle 25, dass es die nicht mehr gibt. Dass die dann bei der Zelle 17 war, dass es die auch nicht mehr gibt. Das ist und dass sie jetzt für so nicht richtig Abstand zu gewinnen. Erstmal. Abstand gewinnen? Das fände ich schön. Sie hat gesagt, sie hat einiges erlebt und wollte erstmal. Sie fängt an zu weinen. So was wie Urlaub machen. Urlaub. Sie hat uns in unserem Auftrag hier unterstützt und wurde vor einigen Tagen entführt, mitgenommen. Entführt, gewaltsam entrissen. Das da ist das Einzige, was noch von ihr bei uns geblieben ist. Und dann steht sie tatsächlich von ihrem Stuhl auf und hebt diesen Arm auf, den du ihr hingeschmissen hast, Lotfos. Und legt den so auf den Tisch und fängt an, Spuren zu zählen. Ihr wisst nicht genau, was sie eigentlich anschaut an diesem Arm. Aber sie hebt hin und wieder den verbleichbaren rechten Arm neben den Arm. Und ich weiß nicht, wenn du am anderen Ende vom Tisch siehst, ist es über erstaunlich. Also jeder Schnitt, jede Narbe an dem Arm ist dieselbe. Es gibt ein paar, die auf dem Arm, den ihr gefunden habt, mehr sind als auf dem, den sie hat. Die auch schon verheilt sind, also jetzt keine frischen Wunden. Keine Wunden, die passiert sind, als er ihr abgerissen wurde, sondern irgendwie hier die Fingerkuppe, die irgendwie halb abgerissen war und dann wieder dran geklebt wurde oder so, die bei ihr noch total intakt ist und solche Sachen. Aber ansonsten viele Übereinstimmungen. Ich weiß nicht, wen ihr da getroffen habt. Ich habe es nicht erwähnt. Ach ja, ich habe es noch nicht erwähnt. Sie sah genau aus von mir. Das habe ich mir die kleinste Kleine fast gedacht. Du hast gefragt, warum ich die blaue Blume habe. Ja, bitte. Ja, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, von ihr. Dann hat sie dir vertraut. Mir einen vertrauten Moment gegeben. Ja. Sagt, wie damit die Toten geehrt werden. Gesagt, was sie schon alles damit erlebt hat. Und sie zieht so ihre eigene Blume raus. Ja, sie hat sie hat sich ja umgezogen und unter diesem schwarzen Topf, was sie trägt, sie zieht diese Blume raus und legt sie so auf den Tisch. Gib mir deine. Hat das dann auf sich, die Blume? Zieh meine die Blume aus meiner Hosentasche. Sie reißt sie dir praktisch aus der Hand und fängt an zu vergleichen. Was es mit der Blume auf sich hat. Ein guter Freund hat mir beigebracht, wie ich sie schnitzen muss.
Jedes einzigartig. Jedes einzigartig. Die, die ich bekommen habe, hat sie vorher am Hals getragen. Die habe ich selber gemacht. Die habe ich gemacht. Das hier, das war meine zweite. Das hat einen Fehler, genau hier. Ich habe mir dabei einen kleinen Finger geschnitten. Auf 228. Ich würde diese Blume jederzeit wiedererkennen. Wieso hast du sie? Naja, aus meiner Perspektive, weil du sie mir geschenkt hast. Dann. Warum erinnerst du dich nicht daran? Ich weiß es nicht. Wenn ich sie dir geschenkt habe, würde ich mich gerne an dich erinnern. Ich schaue dir die Schwester an. Sie gibt sie dir zurück. Ich packe sie wieder an. Sonst dann weg. Ich weiß nicht. Ich kann nur raten. Ja, dann rate mal. Erzähl doch nochmal über das lila Licht. Nein, dann muss ich mal raten. Das lila Licht. Ich bin durch den Warp gefallen. Ich habe wenig Ahnung vom Warp. Was passiert, wenn man durch den Warp fällt? Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Was ist der Warp? Das ist. Frost guckt euch mit Fragen und Blicken an. Ihr seid doch auch bei unserer Organisation. Also habt ihr mindestens einmal in eurem Leben einen Psioniker oder einen Ketzer gesehen. Einen Hexer, meine ich. Spuck auf den Boden und sagt, natürlich, brennen sollen sie alle. Nicht, ja. Ich habe noch keinen getroffen. Du jetzt echt vom Mond gibst, du was? Also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt die Öffnung des Abends für mich. Aristarchus war ziemlich sicher einer. Also ich hatte entfleucht einfach nur. Aristarchus. Wirklich nicht? Du müsstest doch. Ich dachte, die brennen bei euch in Reihe. Soweit ich ihr weiß. Ihr wart auf Iokantos. Ja, du hast unsere Berichte gelesen. Wir haben uns darüber schon unterhalten. Ich habe eure Berichte gelesen? Warte, ist der wegen euch auf Iokantos? Ja. Wer ist er? Na, er. Na, er. Ich frage ja lieber nochmal. Nicht, dass es ein anderer er ist. Ich dachte mir schon, dass der er ist. Ich erinnere mich nicht an weh. Darf ich euren Namen wissen? Ihr wisst doch mal. Das sollte es. Dann stimmt was hier nicht. Mich wahrscheinlich wenn ich meinen Namen stelle, dann stimmt hier was nicht. Auch wenn ich mich hier meist drauf nenne. Nelfin. Sie wiederholt den Namen ein paar zehn, ein paar Dutzend Mal. Von mir hast du nichts gelesen. Nelfin, die kannte dich gar nicht unter Nelfin. Nein, kannte sie auch nicht. Aber Greier. Die Gespräche mit ihr. Nein, Ivy. Nelfin Greier. Greier müsste sie unter Greier kennen, denn sie hat davon gelesen. Sie hat erst gewonnen. Wieso? Ihr redet von ihr. Sie hatte nur einen Arm, als sie kam. Ja, ich hatte so einen Metallarm. Ich habe zwei. Nordfoss, kennst du dich mit Psionikern aus? Das ist genau das Problem, was wir gerade haben. Genau so gut wie du auch. Also nicht. Wir haben sie immer in unserem Transporter gesammelt. Aber mir hat man verboten, bei diesen Aktionen mitzumachen. Man hat nicht immer. Ist es möglich, Zeit zu verlieren? Sie kommt mir einfach vor, als hätte sie Zeit verloren. Moment mal, dürfen wir an dieser Stelle sie mal. Sich ich meine, ich soll ja nie meinen Mund aufmachen, aber halten wir mal die Fakten zusammen. Hm? Selbst wenn sie Zeit verloren hat, hat sie immer noch merkwürdigerweise einen Arm nachwachsen lassen. Der ist aber ich habe meinen Arm nie verloren. Ach, und wir hatten alle eine Halluzination. Also jetzt hört es aber langsam auf. Hat sie jemals erzählt, wie sie den Arm verloren hat? Ja, dafür war meistens gar keine Zeit. Also ich meine, Entschuldigung, aber die Kriegsgeschichten, die werden gekriegt. Ihr habt meine Tagebücher. Steht da nichts drin? Das sind meine. Ich bin doch nicht dumm. Wie sollen wir zu Ihnen gekommen sein? Das weiß ich nicht, aber ihr habt ja auch meine Blume. Welches ist der letzte Eintrag, an den du dich erinnerst? Der letzte Eintrag, an den ich mich erinnere, ist... Eins oder zwei? Zwei. Ich kann es leider nicht auswendig. Und das ist... Ich habe geschrieben, dass... Entschuldigung.
dass ich ihn finden soll. Diesen Mann. Welchen Mann? Von Zelle 25. Den von Zelle 25. Ich will seinen Namen. Das war der letzte Eintrag? Ja. Wie hieß der Mann? Ich schaue zur Schwester rüber. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Das schafft ihr. Das ist höchste Geheimhaltungsstufe. Jetzt schafft ihr. Schafft es. Höchste Geheimhaltungsstufe. Du kannst dich nicht mal an das erinnern, was letzte Woche war. Oder vor zwei Wochen. Mit Clara? Ja. Sie muss noch auf Feldenkreis sein. Sie ist durchgefallen. Vielleicht habt ihr auch einfach nur ein Trauma, weil die alle tot sind. Also. Uns habt ihr erzählt, dass sie alle tot sind. Und wo habe ich dann meinen Arm her? Das ist die Frage des Jahrhunderts. Diese Frau, wen auch immer ihr da getroffen habt, das war nicht ich. Ja, und jetzt seid ihr es. Und wer weiß, wie ich jetzt glaube. Ich schieb dir das Datenpad rüber. Ja. Ich gebe kurz was ein. Mein Datenpad oder dein? Mein Datenpad. Ich gebe kurz was ein und es erscheint ein Bild von dir. Mit dem Arm. Also so halb. Sie starrt aufs Bild. Und du denkst, das bist nicht du. Das haben wir gemacht, weil wir neue Ausweise haben wollten. Oh, nein, das ist übrigens fertig. Ich habe nie gesagt, ich glaube euch, ihr wisst zu viel über mich als das. Aber die Frage ist, wer hat an deinem Kopf manipuliert? Niemand. Mein Kopf ist okay. Ja, das ist gerade die Frage. Hallo, Lord Voss. Könnt ihr vielleicht euch irgendwie andocken an ihren Kopf und nachschauen? Sie ist ja eine Schlüsselstelle hätte, ja. Ich dachte, steht dieser so Eintrag in ihrem Tagebuch? Wenn du mir den Namen sagst. Shrey. Ja. Hier steht drin. Tut er. Was steht danach drin? Ist das hat dieses Ding, was mit euch geredet hat, weitergeschrieben? Hat sie meine Tagebücher weitergeschrieben? Ja. Was steht da? Dinge über uns. Das sind nicht wie viele wurde noch geschrieben? Tagebücher sind sicher in eurem Rucksack. Nein, ich habe alles verloren. Boah. Als ich rausgefallen bin, hatte ich diese Blume aus dem. Wow. Wie kann man alles? Ich habe keine Ahnung, was dieser Blume ist. Lord Voss. Lord Voss, erzähl doch mal. Mit dem Warp. Jetzt. Ja, wir sind dumm. Könnt ihr schwimmen? Könnt ihr schwimmen? Das ist doch das, was die Schiefer nutzen, um. Ja, aber. Könnt ihr euch daran erinnern, was man euch über die Gilliam und die Höhlengaste erzählt hat? Nein. Diese Viecher. Das sind Menschen. Das waren Menschen. Nun, wenn die Schiffe durch den Warp fliegen, sind nur gewisse Bereiche geschützt von der Auswirkung des Warp. Jeder weiß das, der schon mal gereist ist. Ich erinnere mich. Und Piraten, die auf Schiffe kommen und nicht wieder zurückkommen, sie verstecken sich auf den großen Schiffen. Und unter anderem da, wo sie vor dem Warp nicht geschützt sind. Okay, das würde erklären, dass sie mutieren. Ha, sie ist also ein Pirat. Nein. Okay, weiter. Und was kann man der Warp, das ist das Chaos. Das sind die schädlichen Auswirkungen der Ketzerei, der Heretiker, die auf den Geist einwirken und auf den Körper. Ihr könnt euch erinnern, dass Marcia ein paar Ticks hatte. Ja. Und ich sie gefragt habe, ob sie zu lange in die Leere gesehen hat. Und die Antwort darauf war, dass sie schon Berührungen mit dem Warp hatte. In die Leere sehen heißt nichts anderes als ungeschickt, außerhalb des Warps sicheren, wie auch immer. Nein, mit dem Warp zu tun haben. Also das sprich, die hatten. Das ist normal. Okay, das würde erklären, warum sie diese komische und er macht so diese Scherenhand-Dicken. Okay, aber wieso gibt es zwei? Also stopp, das verstehe ich jetzt auch nicht. Wie kann es denn sein, dass sie dann so eine Scherenhand hat und also ich hatte meine Hand, als ich hineingefallen bin. Ja. Also jetzt erklären wir uns doch mal. Gibt es jetzt kann eine Person Theorie reinfallen und zwei raus? Die Frage, ist jetzt die Theorie, dass es sie zweimal gab oder ist es irgendwie, dass die sie starb Nilfin wie gebannt an? Ihr habt doch Ahnung, Schwester, was Nilfin bei dir? Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage der Wissenschaft dazu. Was gibt es? Und die lautet, ich weiß es nicht. Nochmal, wie? Es ist ganz einfach. Jetzt muss Nilfin lachen. Die Sache, die einfach ist, beim Warp zu erklären, ist, dass nichts Sinn ergibt, was er tut. Dann lass es mich anders fragen. Ist es möglich? Ja, was du gesagt hast, ist möglich.
Du hast gesagt, du bist aus dem Warp gefallen und wir kennen eine andere Master. Hat sie euch nicht gesagt, dass sie aus dem Warp gefallen ist? Nein. Dann ist sie vielleicht nicht die Richtige gewesen, ha? Also wie jetzt? Gehen wir jetzt davon aus, dass zwei daraus gefallen sind und einer hatte einen Teilnahme und eine nicht? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Was hat sie denn in ihr Tagebuch geschrieben? Ist doch Möglichkeit Buche. Nummer eins. Nein, vielleicht hat sie da reingeschrieben, wie sie ihren dummen Arm verloren hat. Nein, glaub nicht, oder? Hat sich das überhaupt bei einer durchgelesen? Ja, ich habe sie durchgelesen. Ich habe versucht, möglichst viel. Ich kann nicht so gut lesen. Ist ja wunderbar, dass fünf fremde Menschen mein ganzes Tagebuch gelesen haben. Anscheinend sind es ja nicht deine, wie du behauptest. Marcia, Hayes oder wie auch immer. Aus unserer Sicht. Frau aus dem Warp. Wie war sie denn? Haben wir versucht, dein Leben zu retten, nachdem du gewaltsam entführt wurdest und haben nach allen möglichen Hinweisen gesucht. Das war auch der Grund, warum wir ihre, deine, wie auch immer, Tagebücher gelesen haben. Ich biete dir jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es ist... Wem jetzt, mir oder ihr? Uns allen, als Antwort. Wir können uns dann selber überlegen, was wir davon... Sie blutet leicht aus der Nase. Die erste Antwort ist, sie ist geistig wie körperlich manipuliert worden von denjenigen, die sie entführt haben. Überprüfe meinen Arm. Sie haben, ja, man kann dies auch nachwachsen lassen, zumindest wenn ich mir die Gerätschaften und die Heresie, die die Leute, die dich mitgenommen haben, betreiben, anschaue. Hä? Willst du sagen, es könnte jemand einen Arm nachwachsen lassen? Sie haben ganze Körper in weniger als Zeit, ihr habt die Videos gesehen, wachsen lassen. Hä? Wer sagt mir, dass sie nicht einen Arm wieder anwachsen lassen? Das sind Zellen, die regenerieren. Zweite Sache. Die zweite Sache ist tatsächlich, dass sie in einen Warp gefallen ist. Die eine Marcia ist durchgelaufen und die andere Marcia ist durchgefallen. Sie haben sich in dem Augenblick getrennt. Die eine hat womöglich dort sogar ihren Arm verloren oder später den Arm verloren, während die andere noch gefallen ist und erst viel, viel später herausgekommen ist. Vielleicht ist es auch so, dass beide nicht gleichzeitig in dieser Realität existieren konnten. Das hieße, sie kann erst rausfallen, wenn die andere gestorben ist. Sie ist tot. Wir können nicht mal nachsehen, wer sie war. Naja. Und mit Sicherheit wissen wir es nicht. Es ist nur eine Theorie. Okay, und was ist jetzt mit der Theorie, naja, dass sie übernommen worden ist von den Rotäugigen und einfach ein Spion ist? Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ihr Arm nachgewachsen wäre, wären dann auch die Wunden drin? Ja, weil das Zellmaterial die genetische Erinnerung genauso nachvollzieht. Ich habe verstanden, ja. Was? Warum sind es andere Arme? Müsste es nicht einen Ansatz geben? Man könnte doch eine Schnittstelle sehen, oder? Nein. Theoretisch hat diese Arm mehr Narben. Auch das ist nur eine Vermutung, da wir diese Vermutung gründet sich allein auf das Videomaterial, das wir gesehen haben. Ich habe nicht für euch aus. Ich kenne euch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich euch. Entschuldige, aber du solltest das nicht so sagen. Das kommt einfach nicht gut. Sag einfach, ich kann mich an euch nicht erinnern. Ich glaube, was auch immer. Lieber, du, Nilfin, du erzählst mir jetzt, wie sie war. Sie hat dir ihre Blume gegeben. Also erzählst du mir jetzt, wie sie war. Darf ich noch mal kurz fragen, die rotäugige Variante, die uns hierher geschickt worden ist, um uns auszuspielen, dann ist raus. Ich frage nur, nicht, dass Eine Sekunde, bevor ich dir diese Frage beantworte, habe ich noch mal eine Frage an Lord Frost. Schau dir noch mal diese beiden Arme an. Den, ja, weil was interessant ist, ihr Arm hat dieselben Narben wie der Arm, der abgetrennt wurde. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Auf dem Arm, der abgetrennt wurde. Wie kann das sein? Alles gut. Weil, also ich habe dir doch gesagt, als Marcia und sie getrennt wurde. Ja, das Marcia heißt, das würde für diese Theorie mit dem Warp. Darf ich noch mal kurz zusammenfassen? Das könnte sein, ja. Entschuldigt, ich möchte mich ja nicht einmischen, eure hochintellektuellen. Sie ist aufgestanden und läuft hektisch im Kreis rum. Seht ihr, die hat ein echtes Problem gerade. Beschwichtigen. Können wir noch mal kurz die Theorien unterbrechen auf drei? Sie fällt ihr in den Arm. Das mitbekommen, dass es drei Theorien gibt. Tröste sie ein wenig, tätschel ihr die Schultern. Noch was?
drei Theorien, habe ich das richtig mitbekommen. Die erste Theorie ist, sie ist durch irgendein so ein Wortloch gefallen. Und wir gehen ein bisschen abseits. Die zweite Theorie habe ich vergessen. Aber die dritte Theorie war, sie fällt dass irgendwo sie von diesen Rotäugigen der Wand auf den Boden als Spion gesandt worden ist. Die zweite, wie war die nochmal? Ich weiß nicht, wo du eine zweite hergenommen hast. Du hast doch zwei Theorien vorhin präsentiert. Zwei, nicht genau. Mehr. Nein, und die dritte habe ich gerade angefügt, wo ich nachgefragt habe, ob sie von den Rotäugigen als Spion gesendet worden ist. Das ist die zweite Theorie, dass sie von den Heretikern auf irgendeine Art und Weise... Okay, also dann nennen wir mal, es gibt dann eine Theorie 2.1 und sowas. Also das gehört dann zur Theorie 2. Wir haben zwei Theorien, ja? In der Zwischenzeit erzähle ich, also ich der neuen Marcia ein bisschen Theorie. Über die alte Marcia. Mir fallen nur zwei Theorien ein. Okay, fallen euch da mehrere Theorien ein? Schon ein paar. Nilfin, dir? Ich bin etwas abseits und rede gerade mit Marcia. Ein bisschen wie sie war, Theorie dass sie durchaus auch komisch war, immer mal sehr nachdenklich, offensichtlich sehr viel durchgemacht hat und immer wieder in ihre Gedanken versunken ist. Vielleicht vertieft in dem Tagebuch. Gut. Offensichtlich auch sehr viel unter ihrer eigenen Schuld gelitten hat, weil sie sich selbst dafür verantwortlich gemacht hatte, dass irgendetwas Schreckliches passiert ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Entschuldige, dass ich unterbreche. Also wir haben jetzt zwei Theorien. Hast du noch eine Theorie, außer die durch den Warp-Dingsbums gefallen zu sein? Welches sind eure Theorien? Na, durch den Warp-Dingsbums gefallen oder die zweite habe ich gerade vergessen. Ich bin hier, um euch auszuspionieren. Oder was war die zweite? Nee, das war ein Teil der zweite, aber das war nicht komplett die zweite. Ja, dass sie halt, wie auch immer, mit welcher Heresie auch immer ihre Körpergliedmaßen nachgewachsen sind. Habt ihr noch eine andere Theorie? Das, was Nilfin gesagt hat, hört sich gut an. Was hast du denn gesagt? Ich habe nur gesagt, wie Marcia war. Eine ist dran und zwei sind raus. Ja. Was? Eine ist dran, zwei sind raus. Also die Warp-Theorie. Gut, also haben wir jetzt zwei Theorien. Ich möchte das nochmal festhalten an dieser Stelle, weil die habe ich jetzt begriffen. Und dementsprechend müssen wir jetzt diese zwei entweder widerlegen oder beweisen. Sie hat euch vertraut, ha? Ja. Ja. Und wir haben ihr auch vertraut. Ich will euch auch vertrauen. Das von ist schön. Wem wurde er denn begleitet? Einen Mann namens William. Hat sich Will genannt. Was zeichnet ihn aus? Er hatte so einen roten Streifenpulli und Schütze. Hat immer komisch gequatscht. Viel schlimmer ist, wenn wir die zweite Theorie für wahr akzeptieren, heißt, dass der Psioniker, der Heretiker, hinter dem sie her war mit Zelle 17, immer noch am Leben ist. Er ist im Warp. Er ist im Warp und das muss im Warp, was wollen wir da machen? Rauch reingehen und gegen den kämpfen? Warten, bis er rauskommt. Berechnungen anstellen. Der Inquisitor weiß da mehr als ich. Ich bin noch kein Psi. Also für mich sieht es folgendermaßen aus. Psi-Monika? Theorie 1, sprich, sie wäre auf welche Weise auch immer von unseren Gegnern wieder hergestellt, vervollständigt, wie auch immer behandelt worden. Das wäre schlecht. Weil dann müssten wir dich als Spion behandeln. Weil ich wüsste nicht, warum sie ansonsten wieder hier sein sollte. Sie werden sie nicht aus reiner Experimentierfreude wieder haben gehen lassen. Oh, stopp, darf ich mal kurz eine Frage stellen? So, wann fragst du dafür? Stimmt. wenn sie jetzt tatsächlich von den anderen hergeschickt worden ist, was ist deren Begehr? Warum tun die das? Ja, und das ist der Punkt, dann würden wir nicht mit ihr weiterreden, sondern einfach getrennte Wege gehen. Nein, da würden wir nicht getrennte Wege gehen, da müssen wir sie umbringen. Aber ist ja vollkommen egal. Die Frage ist halt eben an der Stelle, was bringt es Ihnen, sie jetzt an diese Stelle hierher zu schicken und mit uns zu reden? Ganz einfach. Damit wir ihr vertrauen und genau das machen, was wir machen müssten. Sie nämlich an unseren Herrn ausliefern. Ja, mach das. Hörst du? Und damit sie die Möglichkeit kriegt, ihn zu eliminieren. Also das heißt, wir müssen sie jetzt einfach umbringen und dann sind wir auf der sicheren Seite? Ja, super. Das ist nicht unbedingt gesagt. Ich frag doch nur. Was soll ich dem unserem Herrn tun? Kannst du was erwartet ihr denn von einem, von mir? Von einem Psi-was? Ich wollte es gar nicht sagen. Das ist nicht ganz. Oder Psi was? Sie hat nicht Psi gesagt. Der Warp hat
Dinge mit mir getan. Gut, und keine guten Dinge. Dinge welcher Art? Das weiß ich noch nicht so. Ja, aber entschuldigt. Gut, ich frage. Nein, jetzt nichts mehr, entschuldigt. Tatsächlich würde mich interessieren, ob in den Tagebüchern steht, ob sie unserem Herrn schon Bericht erstattet hat oder nicht. Soll ich das zusammenfassen? Also. Also, fassen wir doch noch mal ganz kurz zusammen. Sie ist vielleicht diesen Wort gefallen. Ich finde es schön, wie ihr über mich redet. Irgendwie, ja, entschuldigt, aber anders kann ich da nicht drüber reden, weil sonst werde ich echt emotional. Gut. Oder sie ist halt in irgendeiner Form beeinflusst von irgendwas. Sie schiebt dich weg. Ganz ehrlich, aber unser Herr Meister, der wird doch damit umzugehen wissen. Wenn wir sie jetzt irgendwie betäuben oder hinbringen, dann wird er doch wissen, was man tut, oder? Ich möchte, dass du in meiner Nähe bleibst. So, zurück zu dieser Sache. Was sollen diese Spielchen mit Abstand? Weißt du das nicht? Nein. Du. Hat dir das niemand gesagt? Hat er dir das nicht gesagt? Was gesagt? Du bist eine Nullpsionikerin. Eine was? Eine was? Du. Dort was? Du bist wie Thaddeus. Komm nicht immer mit deinem ernsthaft. Ja, wir sind blöd, erklär's uns. Ich weiß nicht, was ein Nullpsioniker ist. Ein Nullpsioniker ist das, was kein Psioniker ist. Ein Nullpsioniker hat kein Licht im Warp. Du hast keine Präsenz im Warp. Aber alles, was psionisch ist, löscht du aus. Du bist wie ein Radiergummi für einen Bleistift. Warum? Was? Das ist ja großartig. Wir könnten da hingehen, wir können alles ausprobieren. Darus, falls ihr euch erinnert, hat genauso auf sie reagiert. Aber Marcia hat davor nicht so auf sie reagiert. Warum hast du plötzlich psionische Fähigkeiten? Ich weiß es nicht. Warum bist du erwacht? Ich weiß es nicht. Seit wann hat sie das wäre, weil ich durch den Warp gefallen bin. Hallo, also unsere Marcia hat... Wie fragst du? Ich muss mit Ravion sprechen. Was ist ein Ravion? Du musst erstmal uns davon überzeugen. Euer Interrogator! Ihr seid... Ihr selbst Unica? Ganz ehrlich, du musst als erstes sanktioniert werden. Ja, bitte! Bitte bringt mich nach Terra! Ich habe keine Lust! Psioniker sanktioniert man oder eliminiert man? Seit wann ist die Psioniker und warum? War sie da vorne nicht? Nimm mal die Wurst aus dem Mund. Ich muss mit Ravion sprechen. Ich muss mit Kalt sprechen. Und wenn ich das getan habe, werden sie mich nach Terra bringen. Ich hab's gesehen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dich irgendein Schiff, wenn die Navigatoren das mitkriegen. Und deswegen haben wir sie. Um dich zu decken? Ja. Zu decken? Wovon reden wir eigentlich? Ich kann nichts, was auch immer mit mir passiert. Es wird nichts passieren, solange du in meiner Nähe bist. Um euch. Ihr könnt mich fesseln und aussagen. Ja, Psionik habe ich mitbekommen. Ganz das sind die Typen, die irgendwie ausrasten und dann auf einmal einen versehentlichen Planeten vernichten. Genau, um das aufzuklären. Kein Schiff der Föderation wird einen unsanktionierten Psioniker mit an Bord nehmen. Ja, die Navigatoren sind selbst Psioniker. Sie würden sie sofort spüren. Ich bin die Hölle gegangen, als niemand ich das spürt mich, wenn solange, sie da ist. Solange sie in deiner Nähe ist, nicht, gebe ich dir recht. Okay, also wir sind jetzt der Meinung, dass sie ein unsanktionierter Psioniker ist. Außer deswegen bin ich so froh, dass du da bist. Und sie ist total froh, dass die Schwester da ist. Aber sie darf dir nicht so nahe kommen, weil dann gehst du kaputt. Gut, das haben wir jetzt fest. Sie sollte mich nicht anfassen. Aber wenn ihr wollt, kann sie auch die ganze Zeit mit mir Händchen halten. Sie soll sie auch nicht anfassen. Aber können wir immer noch mal zu dem Grundproblem zurückkommen, dass sie jetzt hier ist und die andere weg? Also ich meine... Wo ist dann unsere Marcia? Ist sie immer noch in Gefangenschaft? Vielen Dank. Wahrscheinlich tot, sonst wäre sie nicht aus dem Warp gekommen. Hä? Aber kann nur eine Person aus dem Warp fallen? Nein, aber es kann immer nur eine... Ist es beim Warp auch so, dass es was Böses und was Gutes gibt und das so aufgeteilt wird? Es wäre eine Anomalie. Zwei auf einmal. Nordfoss. Ja, hier ist überhaupt nichts normal. Gutes und was Schlechtes rauskommt? Oder nein, ist es einfach das nur. Muss nicht. Das kann, muss aber nicht. Ist es aber beide können nicht gleichzeitig den gleichen Existenzraum für sich beanspruchen. Das heißt? Hä? Eben hast du noch gesagt, du weißt, das wichtigste Gesicht des Worts ist es, man weiß es nicht. Jetzt aber Schluss. Also das man weiß nicht, was rauskommt. Was? Was heißt das? Das heißt, dass beide Marcias nicht in dem gleichen Universum gleichzeitig überleben können. Ja, aber waren sie doch. Das heißt, unsere Marcia ist tot. Ja, aber was ist dann mit der... Wann ist sie gestorben?
Das Datum bitte. Ah, ist sie dann später rausgeplumpt? Wann ist sie? Gib mir das. Habt ihr, wisst ihr das? Wisst ihr, wann sie gestorben ist? Wann wurde sie verschleppt? Ja. Das ist genau. Datum. Datum. Hei, Datum. Dem und dem Tag in der und der Garage passiert. Sie steht neun. Und läuft zu ihrem Rucksack. Und ab dem Zeitpunkt hat sie wahrscheinlich wieder Erinnerung. Schwester, macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Wie können wir rausfinden, ob das Sinn macht oder wir gerade veräppelt werden von irgendwelchen Leuten, die schlauer sind als ich? Datum. Das machen wir. Datum. Eintrag so und so. Zwei. Eintrag. Sie sagt euch das genaue Datum. Sie sagt euch nicht das Datum, an dem Marzia verschleppt wurde. Das Datum, das sie euch sagt, von dem, was ihr vermutet, ist ihr erster Eintrag, liegt etwa drei Tage nach dem, wo Marzia verschleppt wurde. Ist das der erste Eintrag? Ist das woran du dich erinnerst? Es könnte aber auch immer noch heißen, dass sie in dieser Zeit, wie auch immer, manipuliert wurde und wieder zurückgeschickt wurde. Ich sag's ja nur. Eintrag 1. Das andere würde viel, also das sagen wir mal, die andere Erklärung würde vieles einfacher erklären. Ja, die Schwester schlecht. Sondern ich möchte wissen, ob das der Tag ist, an dem du anfängst, das zu erinnern. Das ist der Tag, an dem ich mich erinnere, im Hafen aufgewacht zu sein. Das ist der Tag, an dem ich unter Wasser aufgewacht bin und keine Luft bekommen habe, bis mich Luftströme und blaue Linien um mich rum nach oben gedrückt haben, bis Wellen mich an den Strand gespült haben und es Blut geregnet hat im Hafenviertel. War denn keiner von euch hier? Ihr wohnt doch hier. Wann gab es diese... Ich weiß nicht, ob uns das an... Diese merkwürdigen Augen... Gut. Die Sache ist relativ einfach, was wir jetzt machen werden. An schwarze Schiffe kommen. Schwarze Schiffe kommen nicht für einen Psioniker. Ich muss mit Travian reden. Ihr müsst es werden mehrere kommen. Es gibt überall immer Psioniker. Ich werde mit Travian reden Schiff? Müssen. Keine Ahnung, was für? Das sind die Schiffe, in denen Psioniker nach Travian. Wenn es kommt, ja, dann gehe ich mit. Dann schiebt er mich da rein. Ja. Allerdings müsst ihr dann Ravion und Karl Bescheid sagen, wo ich bin. Das werden wir. Können wir sie nicht selbst nach Terra bringen? Nach Terra? Großartige Idee. Wo kommst du her? Ich komme von Endrit. Großartige Idee, wirklich. Du glaubst allen Ernstes, dass wir in einem schwarzen Schiff nach Terra fahren? Nein, also ich meine, jedes Kind weiß, dass es nicht funktioniert. Hä? Also komm. Sag mal, bist du jetzt Psioniker-Expertin? Also das weiß ja sogar ich. Es fahren keine Schiffe nach Terra. Wie ist es denn mit eurem Auftrag hier? Wahrscheinlich wollt ihr mir nichts erzählen. Genau, weil es gibt ja noch die Option 2. Falsch? Richtig. Ja, oder? Also habe ich schon recht. Puh. Ja. Da können wir den nicht so, aber vielleicht, Schwester, wenn wir jetzt uns einig sind, dass es. Also, sagen wir mal so, es ist vielleicht 2. Aber wir schotten sie jetzt ab und bringen sie dann ins Schiff und lassen sie überhaupt nicht mehr zu, dass sie mit irgendjemandem redet. Dann könnten wir ja vielleicht auch nochmal über die Situation hier mit ihr reden. Dürfte ich nochmal eine dumme Frage stellen? Nein, erst muss die Schwester mir meine Frage. Antwort. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann voll beantworten kann. Nein. Dann hast du deine dumme Frage. Bleibst du wenigstens bei mir, bis die schwarzen Schiffe kommen? Naja. Ja. Psioniker sind doch irgendwie ziemlich... Böse. Mächtig. Böse. Mächtig. Nichts mächtig, böse. Psioniker sind nicht böse. Sie sind nicht böse. Was? Es gibt sanktionierte Psioniker, die genauso mit dem Imperator dienen wie... Ja, es gibt gute sanktionierte Psioniker. Wenn Marcia an sich eine Verbündete von Zelle 7 ist, war, sein könnte, wir haben hier noch einen Auftrag zu erledigen, können wir nicht einen Psioniker gebrauchen. Ich werde unsanktioniert hier gar nichts machen. Nein. Weißt du, was passiert, wenn ein Hexer irgendetwas anzündet? Ja, er weiß, was passiert.
Am Ende öffne ich ein Portal. Am Ende verschluckt es euch alle mich oder der den Planeten oder den Nachbarplaneten. Um komm, Gottes Willen. Reden. Alles Böse machen wir nicht. Wenn er unseren sanktionierten Psyniker etwas anzünden will, dann brennt er. Dafür sorge ich. Danke. Bevor du mir Blick in die Leere nickt Nilfen vor sich hin. Gut. Hm, war nur sein Gedanke. Okay. Dann haben wir jetzt einen Plan. Und? Wie schnell ist es nötig, sie zu nach Terra zu bringen? Marcia. Sehr wichtig. Wie kontaktiert ihr normalerweise Travius? Travius? Wie kontaktiert ihr ihn? Ich gehe nach Skintella über die versteckten Briefkästen, die toten Briefkästen, meine ich natürlich. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Ein wenig. Das heißt, wenn du nach Skintilla musst, muss die Schwester auch mit nach Skintilla. Ja, wenn kein schwarzes Schiff kommt, ja. Wir können die Astros darüber informieren. Was? Ja, das finde ich gut. Über was informieren? Über euch, dass wir ein schwarzes Schiff brauchen. Tut es nicht. Wir sind von der Inquisition. Das sollte niemand wissen. Dass wir einen Psioniker haben, der erwacht ist und ein schwarzes Schiff brauchen, was das mit der Inquisition zu tun hat. Das lässt mein Stand zu. Dein Stand? Wenn meine Schwester das nicht regeln kann, dann weiß ich nicht, wer das regeln kann. Das heißt natürlich nicht, dass sie gleich kommen, aber sie wissen Bescheid. Also in meiner Welt natürlich. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Was? Das wäre eine Möglichkeit, ein schwarzes Schiff zu machen. Okay. Wenn es kein Ziel ist. Wir können auch einen Raum auf nachfragen. Eine Frage. Wenn ihr schreit, ihr habt einen unsanktionierten Psioniker gefunden, ist die erste Reaktion auslöschen und nicht ein schwarzes Schiff werfen. Denn das kostet weniger fürs Imperium. Sie wissen nicht, dass ich eine, naja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, wertvolle Fracht bin. Der einzige Weg, Ihnen das zu erklären, wäre zu sagen, dass ich von der Inquisition bin. Das wieder enttarnt euch. Also wäre es nicht einfacher, wenn wir einfach nach Skintilla fliegen? Mhm. Was? Euer Plan war doch. Was müssen wir hier? Was sollen wir denn noch tun? Wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Wir brauchen Geld. Das ist doch so. Eine Route. Ich habe mir die Route nicht geschaut. Also, das muss aber die Schwester entscheiden. Keine Ahnung, Gaia. Thronen pro Nase. Pro Nase? Habt ihr keinen Zurückplan für hier? Das ist echt wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, so viel Drohnen haben wir nicht. Wie wollt ihr da hinkommen? Ich? Oder wie hattet ihr vor, da hinzukommen? Naja, ich hatte nicht viele andere Möglichkeiten, als über Schiff da hinzukommen. Ich könnte im Hafen nachfragen, ob ein imperiales Schiff dort oder in der Nähe ist und meine schauen, ob ich die Beziehung meiner Familie nutzen kann, um uns dorthin zu bringen. Du hast eine Familie? Das hat er schon mehrfach erzählt, mit angegeben, um nicht zu sagen. Es tut mir leid, dass ich mich nicht an euch erinnere. Was kann denn deine Familie? Nun ja, wenn du nicht diejenige bist, mit der wir die letzten zwei Wochen verbracht haben, ist das irgendwie kein Problem. Wenn du dich nicht mehr dran erinnern kannst, das ist egal. So nein, ihr habt schon mal von eurer Familie erzählt, aber ist sie wirklich so einflussreich? So wie du mir von ihr erzählt hast, deswegen war sie wohl ein guter Mann. Ich habe gewisse Möglichkeiten in der... Die wollt ihr jetzt nutzen? Nein, das schaffen wir es nicht. Es ist eigentlich relativ einfach. Antrax ist ein sehr wichtiger Anlaufpunkt hier in diesem Sektor. Und von hier aus gehen immer wieder schwarze Schiffe Ende. Ja. Also ich weiß es nicht, aber wenn ihr das sagt, ist das sicher nicht so. Das heißt, wir müssen nach Antrax? Ist ja nicht weit weg. Ist ja auch nicht so teuer, dahin zu fliegen, oder? Was habt ihr denn hier noch zu tun?
Antrag ist die nächste Stadt, da können wir mit dem Zug fahren. Ja, bitte, lass uns da hinfahren. Ich will nicht fliegen. Fliegen ist eigentlich immer hinkommig. Habt ihr noch sein, dass wer da schaut, macht kurz. Unsere Maßnahmen. Genauso gut kann passiert sein, dass man sie einfach ins Wasser zum Entsorgen geschmissen hat. Ich weiß es nicht. Nachdem man sie gepflegt hat. Hä? Ich dachte, es gibt zwei Versionen. Die eine mit Arm, die andere ohne Arm. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist, ich glaube, das habe ich auch richtig begriffen. Wenn ich... Solange ihr niemanden findet, der in den Kopf gucken kann. Ja. Hast du von den Linien gelesen? In ihrem Tagebuch. Sie müsste über blaue Linien geschrieben haben. Ja, hat sie. Viel, nicht wahr? Sie hat viel so Linien geschrieben. Warum habt ihr diese Linien, die ganzen Liebesgeschichten vorgelesen? Weil die viel unterhaltsamer sind. Weil sie unterhaltsamer sind. Ich habe sie sicherlich erwähnt, die blauen Linien. Hat sie sicherlich. Er war auf der Pfingstwelt. Ja. Was habt ihr da erlebt? Nicht viel. Bevor mein Auftrag losging, wurde ich schon von unserem Herrn gerufen, um, naja, Shrey zu finden. Wieso hast du so viele Seiten aus deinem Tagebuch gerissen? Ein guter Freund hat mir mal gesagt, die prekären Zeiten verbrennt man. Deswegen habt ihr auch so viele Liebesgeschichten gelesen, sagt sie ein bisschen genervt in eure Richtung. Die sind nämlich nicht prekär, das ist das einzige nicht prekäre in meinem Leben. Prekär? Prekär? Schaut dich so richtig böse gerade an. Was ist los? Ihr solltet nicht so unglückliche Schwester gegenüber sein. Immerhin hat es die Mühe gemacht, euer Tagebuch zu lesen. Mit all den komischen Geschichten darin. Den komischen Geschichten, ja. Du wärst auch nicht erfreut, wenn jemand dein Tagebuch gelesen hätte. Deswegen schreibe ich keins. Bin ich verrückt? Nein, du schreibst keins, weil du einfach nicht schreiben kannst. Das ist jetzt echt ein bisschen unfair. Dieses Tagebuch ist ihre und auch meine Art gewesen, ein bisschen... Ja, sehr gut, ist super lang. Ein bisschen... Naja, bei Verstand zu bleiben, vielleicht. Gut, nachdem ihr euch dann verstandsmäßig kurz aufgeteilt habt, habe ich schon richtig mitbekommen, oder? Also das mit dem Warp, ist das jetzt einfach nur passiert, weil... Sie lächelt dich an. Sie in der Situation, da hätte das jedem passieren können, oder jemand, der halt da... Es ist egal, was passiert ist. Das Wichtige ist das weitere Vorgehen. Die Schwester wird bei ihr bleiben, wir werden bei ihr bleiben. Wir werden nach Antragsreisen, werden gucken, ob wir ein schwarzes Schiff finden. Wenn nicht, werden wir uns weiter nach durchschlagen. Skintilla, Sibellus. Ich bin ganz froh über ein bisschen Auszeit. Ich werde noch ein paar Tage brauchen, mich richtig zu erholen. Ich denke, das ist im Moment Priorität 1. Einer von euch sollte, nachdem Uni ja wieder abgereist ist... Wir bleiben noch die Ladeklappe. Nein, einen Brief an Richard schreiben, damit er weiß, wo wir sind, was wir machen. Und ihn fragen, ob er mitkommen will, weil vielleicht sollte er auch die Stadt verlassen. Er hat ja sowas Ähnliches angesprochen. Das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Wer macht das? Wer gibt ihn ab? Schreiben muss ihn jemand anders. Ich schreibe ihn. Wir sollten auch fairerweise Liz eine kurze Nachricht hinterlassen, dass wir aus gegebenen Anlass die Stadt verlassen müssen. Ja, aber wir kommen doch wieder. Das weißt du nicht. Selbstverständlich. Wir können jetzt zumindest alle Informationen, die wir hatten, schon mal wir werden, wenn wir kein schwarzes Schiff finden, mit dem Interrogator von unserem Herrn reden. Das kann durchaus sein, dass er uns eine andere Aufgabe übergeben wird. Du hast recht, wir sollten bis vor allen Dingen auch alle Informationen, die wir haben, geben. Das sind wir, denke ich, schuldig. Das sehe ich genauso. Wie sieht es denn die Schwester? Die Schwester? Hallo? Ja,
Es wird von uns informiert, dass wir jetzt die Stadt verlassen. Aber die wird nicht mit weiteren Personen gefüttert, oder? Nein. Ich schaue völlig zufrieden. Wenigstens das, was wir... Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Sie wird das mitbekommen haben, das, was die ganze Stadt mitbekommen hat. Ja... Aber nicht unbedingt, was auf dem Schrottplatz passiert ist. Ja. Nein, aber das sind auch Informationen, die wir nicht in einem Brief reinschreiben. Und jetzt hören wir auch darüber zu reden. Und aber wir können... Hidia hängt inzwischen müde an deinem Arm. Ja, können wir nicht einfach hier verschwinden und die ganze Sache hier im Lauf lassen, ohne jemanden zu informieren, was da alles... Richard ist informiert. Wird informiert. Und... müssen Richard es kann sein, dass... dass wir wiederkommen, ich weiß nicht. Ja, wir sagen, wie sieht doch. Ja, das wäre ja vom Antragsausdruck. Ja, das ist der nächste Blami brennt. Ich schaue dir echt so richtig böse an. Also, wenn Blicke töten könnten, würdest du jetzt von deinem Stuhl rückwärts tot umfallen. Unser Foss wird nicht mal merken. Zelle 7. Genau. Aber sie merkt. Kannst du dich irgendwie an Zelle 7 erinnern? Ich denke die ganze Zeit über euch nach. Hm? Es ist merkwürdig. Bestimmt so pass lieber auf, dass du nicht als nächstes Gefühl? In ihrem Tagebuch endest. Was heißt merkwürdig? Definiere merkwürdig. Wann immer du ein bisschen weiter weg bist, sehe ich Linien zwischen uns. Aber die Linien würden bedeuten, dass ich euch kenne und ich weiß nichts über euch. Und was heißt, du siehst Linien? Sie verschwinden und dann sind sie wieder da. Das ist das, was der Wort mit mir gemacht hat. Schau dir die Schwester sehr fragend an, so auf ihre Situation, so auf nur ein Kopfnicken und ich nehme... Also so. Sie zuckt nur so ganz leicht mit den Schultern und es ist so ein Mix und what the fuck, keine Ahnung. Trotzdem noch relativ so Kontenance, Pokerface-mäßig, aber du kennst ja schon lange. Basia, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn man in der Gegenwart eines unsanktionierten Missionen ist? Mein Wind verbrannt. Du hast das erlebt. Also, das kann hier auch passieren? Ja, das kann hier passieren. Ja, aber ihr habt zum Glück... Ich weiß nicht, was... Gut, das danke, heißt... Danke, dass du da bist. Der Plan ist... Wir schreiben einen Brief von Richard. Wir schreiben einen Brief von ja, also den Plan habe ich vergessen. Ich habe keine Ahnung, worum es jetzt mit dem Plan geht. Und fahren nach Antrax. Ja. Begleiten Sie... Ja. Und versuchen ihr einen Platz auf einem dieser schwarzen Schiffe zu machen. Ja. Und dann sehen wir weiter, wie wir weitermachen. Dann würde ich vorschlagen, wir verbringen die Nacht hier und sollten noch eine volle Wache aufstellen. Was? Ich dachte, wir gehen gleich los. Nein. Ihr zwei solltet keine Wache halten, sagt sie in Richtung Delfin und Dreier. Ich schau mal drauf an und sag, Wache. Ich muss noch einen kleinen Abstecher in Unterkunft machen. Was müsst ihr? Einen kleinen Abstecher in unsere alte Unterkunft machen. Ey, ihr müsst mal gucken, da könnten meine Kids dranhängen, gell? Da liegt noch etwas unter dem Bett, was ich mitnehmen werde. Soll ich kommen? Jetzt geht das wieder los. Jedes Mal, wenn du diesen Schrott mitnimmst, kommt irgendjemand und versucht uns auszulöschen. Kann das nicht jemand machen? Entschuldigt, aber soll ich euch helfen? Du solltest dich immer noch schonen. Ich hätte aber noch eine Frage. Funktioniert dieses Loop-Seeding auch, wenn die Schwester schläft? Ja. Warum solltest du da mitgehen? Ich frage immer. Weil da meine Kids rumhängen. Wenn du mitkommen willst, dann komm mit. Jupp. Ich bin einmal durch die Hülle gegangen. Schwester, dann mach ihr Wache und wir kümmern uns um den. Tut mir leid. Gut, dann nehmen wir uns ein Piepen. Ja. Laufen ist ja immer doof mit dir. Ich habe mich, Elia hat sich irgendwo an den Boden, an die Wand gesetzt und starrt ins Nichts. Sobald ihr dann gegangen seid. Ich werde erst am Morgen wiederkommen. Wie am Morgen? Ich werde es diesmal nicht so mitnehmen, ich werde es diesmal auseinandernehmen, damit es leichter zum Transportieren ist. Ja, aber ich begleite. Okay. Schwester, denkt ihr, es spricht etwas dagegen, wenn sie das nicht.
also ich gehe in die alte Behausung, er schraubt, ich halte Wache. Und ich muss dich ein bisschen aus. Ja, ist doch nichts Schlimmes da. Meine Kids sind auch da, oder? Also insofern kann ich ja ganz entspannt schlafen, weil die wecken mich, wenn irgendwas stimmt. Ja. Nefim bietet Marcia das Bett an, das Marcia früher schon verwendet hat, und haut sich selber in Grajas Bett, die, wie er vermutet, eh weiß nicht, was sie da drunter schlafen würde. Oder wie wird es? Ihr legt euch bitte beide auf ein Bett und ich in den Boden her. Ich meine, nicht Grajas, sondern die anderen. Was ja, das kannst du mir über Nullpsychologie erzählen? Ich kenne nur einen, der hat einer Freundin von mir ganz schön wehgetan, ziemlich lange, weil sie in Zelle 17 zusammen waren. Ich weiß, dass es gibt Nullpsioniker, die stärker wirken als andere. Irgendwie hat er mir mal gesagt, dass in seinem ganzen Leben ziemlich viel schief gelaufen ist, dass er immer Unglück hatte bei allem, was ihm passiert ist, dass Menschen komisch auf ihn reagieren. Und ganz merkwürdig war, dass Leute ihm instinktiv ausgewichen sind. Egal, wo man mit ihm war, im Prinzip war man immer alleine, weil sich niemand in einer Bar zu einem setzen wollte und weil niemand mit ihm reden wollte. Auch sehr witzig war, dass wann immer man ihn nur über Funk gehört hat und genug von Abstand von ihm hatte, man gehört hat, dass er eigentlich ein ganz guter Kerl war. Ich finde schon auf deine Zehenspitzen. Wann immer er jemanden angerührt hat, hat die Person so einen Schauer durch den Körper gezogen bekommen. Das ist bei mir auch so. Ich weiß, dass ihr es immer gut meint und nicht gemerkt, wenn jemand zusammengezogen ist bei mir. Doch schon. Ich dachte immer, es wäre einfach der Respekt, weil wir. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen so, wie wenn ein schöner, strahlender Tag, die Sonne scheint, dann komme ich und dann ist plötzlich alles bewölkt, oder? So ist es bei dir nicht. Ich habe ihn für Clara war er damals sehr viel schlimmer, als du jetzt gerade für mich bist. Sie wischt sich so ein bisschen Blut von der Nase weg. Ich weiß nicht. Das, was du hast, ist nicht so schlimm wie das, was er hat. Sowas hatte er? Naja, es war. Wenn er hier wäre, hätten wir alle Kopfschmerzen und das Bedürfnis, ihn umzubringen. Also. Ich weiß nicht, so blute ich ein bisschen aus der Nase, sagt sie, lehnt sich gegen die Wand, schließt die Augen und grinst. Das ist was Wichtiges. Für unseren Herrn wirst du vermutlich von größter Bedeutung. Immerhin kämpft er gegen das, was durch das, was du bist, ziemlich gut ausgeschlossen werden kann. Also jemanden hat man doch gerne in der Zelle. Ich vermute, dass was auch immer die Hexe, die ihr getroffen habt, da war sie noch nicht da, oder? Wäre sie da gewesen, hättet ihr gar nichts machen können. Ihr hättet sie einfach wie ein Kind oder wie einen normalen Menschen anpacken, fesseln und mitnehmen können. Es wäre nichts passiert. Leute wie du sind wichtig fürs Imperium.
sind wichtig für unsere Organisation. Das war uns allen schon klar. Das heißt, es kann gut sein, dass du auch abgezogen wirst. Wenn sie aufs schwarze Schiff muss? Nein, wenn... Ja. Oder denkst du, er weiß davon, dass... Oh, glaub mir, er weiß das. Er weiß das bestimmt. Immerhin ist doch sein Interrogator im Psychomaker. Erinnert ihr euch nicht daran, dass sein, naja, vermutlich Interrogator auch, als ich in den Raum gekommen bin, sich an die Wand gepresst hat und mich angeschaut hat? Ah. Er weiß das. Sie haben zwar nicht darüber gesprochen, aber ich weiß, dass sie irgendwas haben sie genickt und ja. Ich hasse. Musstest du es? Nein. Wieso zum Teufel sagt das eigentlich nie jemand was? Wäre es nicht irgendwie viel einfacher, wenn wenigstens die Leute den. Naja, wenn wir Erfahrung damit gehabt hätten, hätten wir es wahrscheinlich. Ja, aber das hatten wir offensichtlich nicht. Ihr arbeitet noch. Nein, nein, das ist kein Vorwurf an dich. Ich glaube, wenn ich es gewusst hätte und gewusst hätte, dass ich der kalte Schauer bin, dann wäre vieles vielleicht anders gelaufen. In unserem Zusammensein. Ich halte dich für sehr wertvoll. Gut, wie es jetzt ist. Ich halte dich für sehr wertvoll. Und ich finde es erstaunlich, wie loyal deine Zellenmitglieder dir gegenüber sind. Das ist doch. Wir alle halten sie für etwas sehr wertvoll. Wunderbares. Ihr seid hier, ihr arbeitet doch ganz gut zusammen. Oder? Mehr oder weniger. Wisst ihr was? Ihr seid auch kein und dich. Du willst, wenn ich das auch machen, wenn ich weiß, was ich erwartet. Du, also zuerst ist so ganz steif, aber dann umarmst du dich auch also sehr innig, aber es ist halt wieder dieses unglaublich ekelhafte Gefühl. Ein bisschen wie ein Schlag in die Magengrube und so, oh Gott, die Kälte in den Knochen. Greift so langsam Besitz und du möchtest sie einfach immer nur loslassen und wegschieben, so möglichst bitte weit weg und sie auch. Das ist gut, weil sie löst sie immer an, weil vielleicht können wir zukünftig einfach wesentlich besser Hexen und Psioniker jagen mit dem Wissen. Aber wir dürfen das niemandem sagen. Es fehlt euch nur noch ein Kettenschwert. Wieso dürfen wir das niemandem sagen? Es bleibt unter uns. Ach so, ja, ja. Wenn der Interrogator eh schon Bescheid weiß, wem sollten wir es auch sonst sagen? Es kann auch von Vorteil sein, wenn ich weiß, dass, wie ich auf Menschen wirke, dann kann ich das auch vielleicht gezielt einsetzen. Kannst du Psioniker auch spüren? Nein. Nein. Ich frage ja nur. Nein, sie kann gar nichts spüren. Aber also du spürst, keine was sie ist. Psionischen Dinge. Aber du spürst, was sie ist. Sie schmiert sich wieder Blut von der Nase. Ihre Augen sind rot. Das heißt, auch andere Psioniker spüren, was sie ist. Ja. Wenn ein Psioniker in deiner Nähe ist, weiß er, was du bist. Ja. Ja. Das wiederum ist nicht ganz gut. Das macht dich nämlich zu einem Hauptpsioniker. Sie können aber ihre Kräfte auch nicht einsetzen, wenn sie in ihrer Nähe sind. Ja, aber wenn sie eine Pistole haben. Dann können sie schießen. Die Schwester ist kein einfaches Ziel. Glaube ich auch. Und denk daran, was wir denn machen. Wir müssen eigentlich nur wieder freundlich zu unserem Thema sein. Wir können dem Alten diese schmierige Typ einfach nur die Stirn bieten und Druck ausüben. Wieso das jetzt? Ja, er wird sich genauso fühlen. Das ist richtig.
Und wenn jemand, der einen kalten Schauer... Nein. Wie er. Wenn... Ja, aber das ist doch, ja, aber das ist doch das, was ich meine. Also, sie kommt hin, er sagt, denkt sich, in ihrer Gegenwart fühle ich mich scheiße, dann wird seine Reaktion doch nicht sein, ich gebe ihr recht, sondern ich jage eine Kugel durch den Kopf. Nein. Und gerade wenn wir Lateros trifft, sind wir unbewaffnet, er nicht. Oder zumindest das seine Scherben. Kommt ganz auf den Mann drauf an, ich weiß ja nicht, wovon ihr redet. Aber. Ich glaube auch, dass sich sowas nutzen lässt. Davon bin ich überzeugt. Definitiv. Thaddeus? Was? Thaddeus, der Nullpsioniker von Zelle 17. Ja. Nutzt es in jeder Gelegenheit für sich. Hat das Beste aus dem gemacht, was ihm das Leben gegeben hat. Das kannst du auch. Das kannst du lernen. Ja, dann werde ich das lernen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ich werde es lernen. Du schaffst das schon. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden. Vielleicht. Ich würde ja sagen, ich bringe euch zusammen, aber ich glaube, ich werde die nächsten Jahrzehnte auf Terra. Also es gibt einen Planeten für Psioniker, aber keinerlei Ausbildung für Null Psioniker. Ja, aber also es scheint ja trotzdem, also wenn es so wichtig fürs Imperium ist und so weiter, dann muss das doch irgendwie gefördert, geschult oder was auch immer werden. Keine Ahnung. Du verstehst, was ich meine. Ich weiß nicht, das, also. Nehmen wir an, du bist jemand, der ein Talent hat, das einfach da ist. Ja, nehmen wir Viara, sie kann gut schießen. Also macht sie eine Ausbildung und lernt besser schießen. Wenn, und gute Schützen sind jetzt garantiert auch wichtig fürs Imperium, aber ich das richtig verstanden habe, sind Nullpsioniker viel seltener und damit wichtiger. Wenn ich das richtig verstehe, ist das einfach unsinnig. Also es ist ja nicht so, dass die Schwester das gezielt. Also das, ja, aber was man damit machen kann, ob man das irgendwie... Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es sowas auch. Vielleicht müsstest du fragen. Vielleicht hat er sowas. Vielleicht macht er sowas. Anders heißt, wir wollen uns offensichtlich nicht an die große Glocke hängen, nicht wahr? Ich schaue mir den Frauen an. Keine Ahnung. Wir haben uns heute noch mal verbinden lassen im Krankenhaus. Ich habe mal zugeschaut, soll ich sie verbinden? Ich komme heute durch die Nacht. Soll ich? Ich denke morgen. Okay. Währenddessen, was macht ihr zwei? Offensichtlich an irgendwelchen Teilen rumschrauben. Ja. Lord Voss versucht, einen Hund auseinanderzunehmen, schafft es nicht. Er kriegt nicht mal das einfachste Gelenk heraus. Was möchte Lord Voss denn tun? Lord Voss nimmt den Hund ein wenig auseinander, zumindest um die chronischen Teile leichter zu machen, transportabler zu machen, die Metallplatten für den Schutz. Und würde den dann, wenn er soweit ist, würde er wahrscheinlich die ganze Nacht brauchen, am nächsten Morgen einfach in mehreren Taschentüten abtransportieren. Mhm. Ja. Würde sich da einfach Rucksäcke oder irgendwas von den Kids organisieren. Das wirst du tun, weil ich sie nicht verbieten. Ja, währenddessen mit ihren Straßenkids ein bisschen quatschen und schnacken und gucken, was der so treibt und zwischendrin mal kurz das Gespräch mit Lord Voss suchen, mit der folgenden Frage, ja, passt es jetzt alles so, was die Schwester sagt, oder soll ich vielleicht die andere umbringen? Willst du sie umbringen?
Naja, weil ich meine, die ist ja nicht die, die sie ist, und sie ist in irgendein Loch gefallen, was nicht gut ist. Also ich meine, also ich weiß ja nicht, was du so gelernt hast in deinem Leben, aber in meinem Leben ist immer so Sicherheit und so, und wenn es zwei gibt, dann bringen sie lieber beide um, weil da gibt es keine. Aber tatsächlich, ein sanktionierter Psioniker ist sowohl für unsere Sache wie auch für unser Lernen sehr wertvoll. Ja, ja, ich bin mir uns ja nicht sicher, dass sie ein Psioniker ist und nicht irgendein. Komischer. Weiß nicht was. Also wir waren ja mal so bei, ich erinnere mich, Variation 1 und 2, haben wir da jetzt uns weiterentwickelt oder? Ich weiß es nicht, von daher kann ich es dir nicht sagen. Ja, aber wisst ihr, also mit ich weiß es nicht, kann ich nicht arbeiten, weil Töten funktioniert nicht auf ich weiß es nicht, sondern nur auf ja, bring's um oder nein, lass es sein. Dann tendiere ich erstmal zu nein, lass es sein. Okay, also die Schwester hat jetzt auch nicht. Ja. Gut, dann lass ich sie erstmal leben und dann. Können wir uns auch noch überlegen, was wir machen. Weißt du das mit dem Überlegen und so? Ich meine, ihr seid ja alle sehr schlau. Ich hoffe, ihr seid schlauer als ich, weil. Ende des Tages, Nordfoss, hoffe ich das für euch wirklich, dass ihr schlauer seid als ich. Nicht, dass es besser wäre, sie einfach umzubringen und der Gefahr auf den Weg zu gehen. Nur ein Wort und, also ich meine, nicht für euch, sondern für die Schwester. Und dann ist das Problem gelöst. Ich mag die total gerne, ich finde die echt super und ich meine, ja, voll die coole Treffer. Das ist doch gerade eben selber beantwortet. Die war echt gut. Mhm. Mensch, war die gut. Wow. Was? Jetzt denke ich wieder so von diesen verklärten Erinnerungen. Guckerchen zu dir rüber. Du hast es gerade selbst beantwortet. Was habe ich beantwortet? Ein Wort von der Schwester. Ja, ja, aber ich meine, da ihr als Berater der Schwester fungiert, möchte ich ja dann doch auch von euch wissen, was los ist. Und was würde es dir bringen, wenn ich dir sage, jetzt töte sie? Was du die Schwester noch mal fragen könnte? Das kannst du auch ohne, dass ich das dir sage. Naja, aber ich meine, man wüsste ich wenigstens, dass ich die Schwester fragen soll. Warum? Weil es schon wichtig ist zu wissen, wer zu der Gruppe gehört und wer nicht. Und im Grunde genommen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Ist euch das nicht wichtig? Entschuldigt mal. Ich schätze euch alle dementsprechend so ein, wie ich euch über die letzten Monate kennengelernt habe und wozu ihr am besten einzusetzen seid. Okay, und Marcia ist jetzt dann Nummer 6, die nicht mehr einzuschätzen ist und die man am besten umbringt oder die von alleine gestorben ist, wieder auferstanden ist und jetzt gucken wir mal, wie es läuft mit ihr. Also ich meine... Marcia ist zunächst erstmal zu sanktionieren. Alles andere steht nicht mehr. Ah, okay. Lass uns mal zurückgehen, ein Stück, mein lieber Lord Voss. Also... An der Stelle möchte ich mal eins vielleicht nochmal betonen, ja? Die liebe Marcia ist durch irgendein komisches gefahren. Ein Kojote oder etwas ähnliches wurde offensichtlich auf der Straße überfahren. Sag mal deinen Kindern, sie sollen nicht dauernd am Staub schnüffeln. Ich sag, ey Kids, echt nicht so. Eher mal putzen. Ja, okay, ich, große Schwester. Ich freue mich wieder alle Sachen. Wo habe ich denn mit dir? Gut, also prinzipiell, ich meine, die ist durch irgendein Loch gefallen, das ich nicht verstehe. Aber ich meine, ich bin noch nicht durch so viele Löcher gefallen. Ja, lass ich auch mal eine Frage an dich. Nein, lass mich mal zu Ende reden, also, damit ich nicht meinen Kernpunkt vergesse. Also prinzipiell ist es ja so, die ist durch irgendein Loch gefallen und sich aufgeteilt. Dieses Loch verstehe ich nicht, aber gut, das gibt's wohl. Auch in deiner Welt, du verstehst das, in Ordnung.
Das gibt es auch in deiner Welt. Ja, aber ich bin da noch nicht durchgefallen und das ist vielleicht echt ganz gut so. Ich meine, stell dir mal vor, ich würde da durchfallen. Mit weniger Worten mehr Inhalt überbringen. Nein. gut, also sie ist da durchgefallen, hat sich vielleicht solltest du daran arbeiten. Oh, lass mich doch einfach mal zusammenfassen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Sei doch mal so ein bisschen so, wie du sein solltest. Nett. Ich bin so, wie ich sein sollte. Mach was. Komm, wir sind hier alleine. Du musst dich jetzt echt nicht hier profilieren. Ich weiß, ich bin nicht die Schlauste, aber ich versuche es gerade zusammenzukriegen. Gut. Weniger Worte, mehr Inhalt. Ja, natürlich. Weniger Worte, mehr Inhalt. Aber weniger Worte und mehr Inhalt bedeuten halt auch an dieser Stelle, dass man diese Worte mal bedächtig wählt. Das tust du auch nicht. Ich möchte nochmal betonen, diese gute Frau ist durch irgendein Loch gefallen, hat sich aufgeteilt, ist jetzt irgendwie 2 gewesen. Aus diesen 2 wurde wieder 1. Das war Theorie 1. Theorie 2 haben wir ja wohl irgendwie jetzt verschmissen, weil da reden wir ja gar nicht mehr drüber, was ich auch ein bisschen komisch finde. Aber gut, ich halte mich raus, ich bin ja hier nicht the brain. Wir haben noch gar keine Theorie verschmissen, noch gar keine zugesagt. Gut, dann bitte klär mich doch an der Stelle auf. Zum vierten Mal? Ja, jetzt zum, was weiß ich, wie viel Mal du denkst, dass du mich aufklärst. Meinst du, ist es diesmal hilfreich? Ja, auf jeden Fall. Ich bin völlig aufnahmebereit. Okay. Es gibt immer noch 2 Möglichkeiten. Ach, ja, das war nämlich neu. Was muss ich das dann erzählen, wenn es dir nicht neu ist? Die 2 Möglichkeiten kennen wir. Möglichkeit 1 hat sich aufgeteilt, ist durch dieses komische Loch gefallen, bla 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 bla. Möglichkeit 2, sie ist von den anderen übernommen worden, von den Rotäugigen und ist jetzt hier als Spion. Richtig? Nein. Gut, dann korrigiere mich. Es muss nicht unbedingt als Spion sein oder von den Rotäugigen, aber es ist durchaus möglich, dass sie durch heretische Machenschaften geheilt wurde und ihr Hirn manipuliert wurde. Zu welchem Zweck auch immer. Ja genau, das ist ja die Frage. Wofür sollte man das denn machen? Mehrere Möglichkeiten. Uns unterwandern, unseren Herrn unterwandern. Ganz ehrlich, sind wir so wichtig auf diesem fucking Planeten? Wir sind ihnen inzwischen mehrfach auf die Füße getreten auf diesem Planeten. Ergo sind wir eine potenzielle Bedrohung. Gut, dann halten wir nochmal an der Stelle fest, es könnte auch Position 2 sein. Aber jetzt haben wir was? Position 1 erstmal als wahrscheinlicher betrachtet. Wer? Ja, die Schwester. Bist du dir sicher? Keine Ahnung. Sonst würden wir doch jetzt nicht auf die. Wenn du keine Ahnung hast, dann sag. Nein. Stopp, Frage. Die Schwester möchte jetzt erstmal, glaube ich, auf das schwarze Schiff warten, oder? Das hat aber nichts damit zu tun, ob Variation 1 oder Variation 2. Ja. Im Moment heißt es einfach nur, sie ist als unsanktionierte Psioniker entdeckt worden. Na, wer sagt das denn? Wo wissen wir das denn? Das sehen wir daran, dass sie, ohne sich selbst auf die Nase zu hauen, Nasenbluten bekommt. Genauso wie Achistachus damals. Das stimmt. Ja, das war bei dem auch so. Deswegen ist die erste und oberste Aufgabe, die immer auch für uns gilt, einen nicht sanktionierten Psioniker abzuliefern. Ja, das weiß ich. Deswegen, oder umzubringen. Gibt die 2 Möglichkeiten. Umbringen ist auch eine Variation. Umbringen dann, wenn er schon zu weit in die falsche Bahn rutscht. Wenn man einfach nicht die Möglichkeit hat, jemanden zu rufen, der ihn sanktionieren kann, dann soll man ihn umbringen. Also zumindest bei meiner Ahnung. Also meine war noch ein bisschen spezifischer, aber da möchten wir jetzt nicht drauf eingehen. Welche? Wenn das eure Befehle so sind, meine galten anders. Oh, wie sind denn eure? Sanktionierte Psioniker sind mit Gewahrsam zu nehmen, wenn sie zu weit nicht sanktionierte Psioniker. Sollten sie der dunklen Seite zu weit anheimgefallen sein, sind sie zu eliminieren. Das könnt ihr erkennen? Nun, wenn er wild mit Feuerbällen oder sonstigen Dingen um sich wirft. Ja, vielleicht weil er sich verteidigen möchte.
Und gerade in der Situation ist, in der es echt blöd ist. Dann ist es echt blöd und dann war meine Einschätzung falsch und er ist tot. Gut. Ja, ja, ich frage ja nur, damit ich einfach weiß, wenn man meine Einschätzung vielleicht in die Richtung gehen sollte und ich bringe einen um. So eine Argumentationskette sind immer gut. In dem Fall, in Marcias Fall, ist die oberste Thematik, sie abzugeben. Ha. An irgendjemanden, der dann sich drum kümmert. Genau. Sie muss dringend nach Terra gebracht werden und dort sanktioniert werden. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist die beste Lösung. Aber noch mal kurz auf die Sache einzugehen, sollte dann doch Variation 2 sein. Und ist das nicht mehr unser Problem? Wenn sie tatsächlich nach Terra gebracht wird, wenn nur ein Tausendstel davon wahr ist, was man sich erzählt, was mit einem Psioniker passiert, während er sanktioniert wird, rutscht das komplett in die Lüge. Okay, also wir können nicht in die Scheiße geraten, wenn wir jetzt irgendwie so eine wenn wir jetzt Variation 2 nach Terra bringen, nicht, dass uns dann wieder Terra brennt. Das hast du nie gesagt, das wirst du nicht nochmal wiederholen, wenn du nicht möchtest, dass du wegen Häresie auf dem Scheiterhaufen landest. Nicht mal unter uns. Dass wir Scheiß machen. Jalla, nicht mal unter uns. Gut. Wir kennen uns nicht lang genug, als dass ich dich dafür nicht brennen lassen könnte. Wofür? Für deine Aussage von gerade eben. Nein, nein, meine Angst. Deine Aussage gerade eben. Ja, ist vollkommen recht. Es tut mir auch echt leid, dass ich das so gesagt habe. Ich dachte halt nur, dass, weißt du, das sind so Ängste in mir tief. Ich meine, ich habe nicht so viel Ahnung wie du. Ich komme einfach von der Welt, die da hat man schon für viel weniger gekannt. Du tust unserem Gott-Imperator Schwäche zuweisen. Nein, 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 nicht dem Gott-Imperator. Nur vielleicht wer herrscht auf Terra? Ja, mit dem Schiff, das da andockt. Nicht, dass der Gott wem Imperator sauer ist mit die mir. Schwarzen Schiffe. Ja, dem Imperator. Und du glaubst doch nicht wirklich, dass der Imperator irgendwelche losschickt, die mit deinem unsanktionierten Psioniker nicht fertig werden. Nein, aber man weiß ja nie, wie es läuft. Ich habe schon Sachen gesehen, die waren echt übelst. Also wirklich, also ich meine, da hat man einfach Angst. Ich meine, du musst schon verstehen, dass es einfach so Momente gibt im Leben, wo man nicht am Gott Imperator zweifelt, sondern einfach daran, dass was passiert, was nicht richtig sein soll. Oder der Gott Imperator einen prüfen möchte. Und der Gott Imperator möchte vielleicht mich prüfen, dass ich ganz genau aufpasse, was ich ihm schicke. Und dann mache ich einen Fehler. Und deswegen frage ich euch, ihr habt ja so mehr Ahnung mit Schiffen. Und ich habe nicht so viel Ahnung mit Schiffen. Und deswegen war halt die Frage, ob wir in Probleme kommen könnten, wenn wir was tun, was. Also ich meine, müsst ihr lieber auf der sicheren Seite sein? Das war das so. Das ist ja auch. Nur auf der sicheren Seite willst, solltest du sie töten. Okay. Ja. Und so schraubt Lord Forst die Nacht über weiter an seinem Hundeviech rum und Viala kümmert sich um ihren Verstand und kümmert sich um ihre Kinder. Okay, was möchtet ihr die nächsten Tage machen? Kurzfassung. Du versuchst? Ich versuche, das habe ich sicherlich also schon, als wir alleine waren, mal mit Lord Voss ein vertrauliches Gespräch zu führen, aber jetzt, nachdem Lydia aufgetaucht ist, nochmal. Inhaltlich geht es einfach nur darum, dass Lord Voss und Nova einfach ein bisschen nochmal enger zusammenarbeiten müssen und um unser besonderes Schneeflöckchen Jana. quasi um mit ihm abzuklären, ab wann sie eine größere Belastung als Nutzen für die Gruppe ist, für die Zelle ist. Weil man das halt, also der Lerneffekt, die Lernkurve ist relativ flach. Schwankend, flach, wie auch immer. Naja, der Förderplan zieht nicht.
der Förderplan zieht nicht und man überlegt sich, dass man ein anderes Förderziel auszuwählen. Das sind so die Fragen, mit denen sich ein Lord Voss antrete und quasi, dass wir noch, also wir zwei einfach zusammen einfach arbeiten müssen, noch mehr. Tatsächlich, nachdem man dir gesagt hat, wie du auf andere Leute reagierst, fällt dir auf, dass du es bei Voss gerade bist, dass der ist irgendwie da so hohl wie ein Staub, wie ein toter Baum. Also irgendwie interessiert ihn das irgendwie nicht. Also Viana wird die nächsten Tage auf jeden Fall mehrmals auf die Schwester zu kommen und immer wieder nachfragen, ob es vonnöten ist. Der viel noch? Oh, Entschuldigung. Und ja, also er ist sich dem sehr bewusst und ich glaube, es ist an dir, mit Viana Zeichen auszumachen. Und er schwankt jetzt drum rüber, wie er Sokrates erzogen hat. Mhm. Anders geht das nicht. Ja, weil anders als, also ihr IQ ist mit einem Hund gleichzusetzen. Und das Einzige, was funktioniert, ist, die musst du hart an die Hand nehmen. Und Zuckerbrot und Peitsche und ihr einfach mit Zeichen signalisieren, wann sie die Klappe halten muss und wann sie von mir aus ruhig klappern darf. Und das Nächste, was ich noch machen möchte, ist die Sache mit dem Neffen vorantreiben. Ohne dass du über den Rückschirm kann lesen. Oh, ich habe was Cooles Neues entdeckt. Ich will mir das in der Bibliothek finden. Ja, du findest Bücher, über, cool. mit denen du dich auseinandersetzen kannst und setzt dich mit deiner neu erfahrenen Identität auseinander. Ja. Und treibst das mit dem Leffen voran. Ja. Allerdings hast du, glaube ich, das letzte Mal einen Auftrag gegeben, dass er sich bei dir melden soll, wenn er da ist. Und er meldet sich nicht bei dir. Also. Dass ich das irgendwie stillschweigen. Schnellstmöglich nach Antrag und das in die Wege leiten. Ja, das ist also das Nächste. Okay, ihr geht du gehst nach Antrax? Wir gehen alle gemeinsam nach Antrax. Da staunen mal die Bodenbewohner, was eine Metroplex ist. Nee, wie heißt das hier? Makropole ist. Also tatsächlich kennt man das bei der nächsten Geschichte, dass ich auf jeden Fall die Schwester mehrmals fragen würde. Tja, Schwester. Und auch mit Graja und Nilfin ins Gespräch gehen würde, weil die Viana tatsächlich ganz viele Gedanken dazu macht und auch jeden Scheiß und die ganze Wurf des letzten Gesprächs geschafft hat, was ein bisschen schade ist, weil sie tatsächlich jetzt darüber sinniert. Es gibt ja immer noch zwei Möglichkeiten und sie möchte dem Imperator gefallen. Und ist sich halt nicht so ganz so sicher, ob, weil ich meine, die Antwort von Lord Voss wird voll mündet und von der Schwester mit übrigens war er so ganz, macht sie halt nicht so ganz so glücklich und deswegen würde sie einfach ins Gespräch gehen. Wenn das passt zu einem anderen, dann gehen wir einfach nach Antrax und sie sprechen die ganze Zeit während dieser Geschichte miteinander. Mhm. Aber wie gesagt, sie versucht halt das Richtige zu tun. Weil sie Angst hat, sie könnte schon wieder einen Fremden daneben hinter sich lassen. Und das blöd. Will sie nicht. Also das, was sozusagen in den Gesprächen rauskommt, ist, dass die Schwester sagt, okay, wir wissen zwar nicht, woher sie kommt oder was dahinter steht, und das können wir wahrscheinlich auch gar nicht rausfinden, weil es vermutlich nicht in der öffentlichen Bibliothek ist und vermutlich ihr Wissen ist, woran wir nicht rankommen. Und sagt halt einfach noch weiter, okay, wir haben die Absicherung durch mich, weil sie einfach keine Kräfte wirken können, solange ich da bin. Und dass ich mich selber um sie kümmern würde. Okay, ich glaube, ich akzeptiere natürlich die Antwort. Und sie sagt, dass Psioniker, auch wenn sie nicht unsanktioniert sind, aber potenziell sanktioniert werden können, also die Möglichkeit besteht, sie nach Terra zu führen, um dort ihre Ausbildung zu durchlaufen, sehr, sehr wertvoll für den Imperator sind und man deshalb nicht leichtfertig diese
Zyrika töten dürfte. Okay, das findet natürlich Viala total cool. Sie würde nochmal so durch die Blume die Frage stellen, die sie auch dem Lord Frost gestellt hat, der da recht allergisch drauf reagiert hat mit dem Terror. Aber wie gesagt, viel mehr durch die Blume, viel mehr immer wieder in Andeutungen, so können wir in Probleme geraten, wenn? Die Antwort wäre drauf, nein, wir hätten Probleme, wenn wir nicht das schwarze Schiff rufen würden. Ich finde es Viala total glücklich. Erzähl dem anderen auch, dass es die absolut korrekte Entscheidung ist. Und ja, geht ihren Weg und kümmert sich um alles, was verzweifelt wird. Ja, und ich würde halt auch anfangen, so ein bisschen so mehr zu erklären. Zu erklären und freundlicher und bitte mach dies, mach das. Also du hast auch den Eindruck, dass die Jana irgendwie so über das Thema echt was wissen will. Also es ist schon so, dass die Jana da diese Zusammenhänge sieht. Es gibt ja so Variation 1, Variation 2, das mit dem Warp, das macht sie nicht so ganz. Ja, aber das ist wohl irgendwas, was es gibt und wo sie sagen muss, okay, es gibt ja trotzdem. Bei Variation 2 ist sie natürlich offener, weil das kennt sie. Ja, mit und wurde verändert, muss man töten, ist eigentlich in ihrem Weltbild gut. Aber gut, du bist ja eher für Variation 1, deswegen Teile davon versteht sie nicht. Andere Teile liest sie dir von den Lippen ab und sagt, wie es gibt auch gute Optionen. In den Gesprächen mit Viala stellt nicht nur man fest, dass sie ganz schön schießwütig ist, was das soll. Ja, das ist also selbst für Viala recht ungewöhnlich, dass sie doch regelmäßig darauf hinweist, man muss da ein Auge drauf haben und würde auch fragen, wo das herkommt. Viala wird ja ganz klar erklären, dass ihrer Meinung nach es immer besser ist, wenn eine potenzielle Gefahr tot ist, als dass sie lebt. In dem Fall aber die Schwester den Befehl gegeben hat, dass diese potenzielle Gefahr, nämlich dieser Psioniker, der nicht, und du kannst dich erinnern, als wir damals dort waren, du kannst dich erinnern, wie der abgegangen ist. Und ich meine, im Grunde genommen ist die ja, aber ist alles klar. Nicht ganz so. Nilfin wird dann auch feststellen, ja, falls natürlich in irgendeiner Weise zu sehen sein sollte, dass Marcia versucht, die Schwester anzugreifen oder ähnliches, ist selbstverständlich. Ja, also wir würden auch beide der Schwester nicht vom Arsch gehen, wir würden nie schaffen. Ansonsten wird Nilfin sehr viel, ja, das sowieso sich gut erholen und regelmäßig, wenn es die Gelegenheit gibt, versuchen das Gespräch mit Marcia zu führen, weil er ist ziemlich hin und her gerissen. Zum einen war seine Lebenserfahrung mit einem Psioniker, sagen wir mal, die Hölle. Andererseits, naja, kam er mit der alten Marcia doch sehr gut aus. Und das sieht er natürlich irgendwo auch in der neuen Marcia. Und auch wenn das natürlich irgendwie, ja, das Verhältnis jetzt ganz anders ist, so versucht er natürlich trotzdem irgendwie an das alte Verhältnis anzuknüpfen und ist da tatsächlich sehr hin und her gerissen zwischen wir müssen ihr helfen, der Verbündeten und Freundin, und ein, ja, wenn sie mit dem falschen C zockt, wird sie erschossen. Also, ist okay, wir würden versuchen, also wenn er ein Auge auf die Schwester hat und Marcia, würde ich auf jeden Fall trotzdem mit ein Auge machen und auch Kaya immer einbringen, dass, also es geht uns darum, dass die Schwester nie alleine mit Marcia ist, dass Marcia für uns ein gewisses Gefahrenpotenzial ist. Dass man natürlich, aber versucht immer so unter der Höflichkeit. Also, Kaya. Genau. Kaya. Ja, Kaya wird wieder ins Krankenhaus gehen erstmal. Gute Kaya! Gute Kaya! Ich will ihn auch mitnehmen. Gute Kaya! Nilfin ist ja eigentlich noch viel schlimmer dran als sie zumindest. Und ich werde mich im Krankenhaus nochmal umhören über diesen komischen orangen Rauch, ob da irgendwas bekannt ist, ob es ein Gift ist, also ob es jemand untersucht hat, wo es hergekommen ist. Also da über den orangen Rauch, da kümmert sich einfach niemand mehr drum. Der hat ja jetzt auch schon wieder aufgehört, das interessiert schon niemanden mehr. Das ist in der Stadt Weber Islands wahrscheinlich normal. Also es ist normal, dass die Leute so schnell das Interesse daran verlieren, wenn nicht noch mehr drauf folgt. Und außer einer Urban Legend wird da nicht mehr draus, so ungefähr.
Marzia wird. ein Anfang, dir nicht mehr von der Seite zu brechen. Sie bemerkt sehr schnell, dass sie ihr misstraut, weil sie sehr schnell bemerkt, dass sie irgendwie nie alleine mit der Schwester ist. Und wird euch alle ihre Waffen geben, die sie hat. Ihr könnt sie auch durchsuchen. Sie wird, sie wird euch alle Waffen geben, die sie besitzt. Das sind im Übrigen keine krassen Waffen mehr. Sie hat noch so einen Schlagstock und vielleicht so ein Messer oder so, also Nahkampfwaffen. Außerdem wird sie anfangen, einen Bericht zu schreiben, den sie dir in die Hand drückt und sagt, egal wie sie von hier wegkommt, ihr sollt nach Scintilla gehen, ihr sollt nach Sibelus gehen und dort über jenen und jenen Briefkasten diesen Bericht an den Interrogator bringen. Und das wäre von höchster Wichtigkeit, weil sie der Meinung ist, dass Clara, von der du gelesen hast, dass sie gestorben ist, noch auf dem Leben ist, auf Feldenkreis. Davon ist Marzia äußerst überzeugt. Auch nachdem sie diese Tagebucheinträge gelesen hat, ist davon überzeugt, dass das, was da drin steht, Humbug ist. Was auch noch gut wäre, wäre halt, du kennst ja die ganzen Akolyten-Geheimzeichen, dass man die einfach mal austauscht. Ja, wenn ihr sie drum bittet, wird sie, so wie ihr mit der alten Marzia vereinbart hattet, Lord Voss eine Datenbank anlegen lassen mit einem Zeichen. In Bezug auf dich, Nilfin, du redest natürlich nie alleine mit ihr, weil die Schwester ist immer da. Sie verhält sich nicht anders als die alte Marzia, außer dass sie aus der Nase blutet. Sie blutet permanent aus der Nase und sie hat so einen Tick, dass sie sich am Arm kneift, hin und wieder. Aber gucken, dass der Abstand zur Schwester vielleicht Einfluss auf das Nasenbluten hat? Hat, definitiv. Okay. Je näher sie an Marzia ran ist, umso schlimmer wird es. Okay. Wenn sie anfasst, zuckt sie zusammen und reißt sich die Hände vors Gesicht. Also es hat definitiv was mit Nähe zu tun. Dann ist es auch kein Problem, die Schwester auf eine Ende des Zimmers zu setzen und unterhalten uns auf dem anderen. Ja, genau. Also du kannst mit ihr reden, sie hat einen Haufen von den Erinnerungen, die sie auch vorher hatte schon. Sie kann dir auch ein zweites Mal von Selgas Elf erzählen. und du hörst sie auch beim zweiten Mal zu. Also es redet sich mit ihr nicht anders, nur dass, es gibt so diesen kleinen Teil. Das, was ihr alle vorher vielleicht als absolute Verwirrung und Depression wahrgenommen habt, ist jetzt der absolute Wille. Sie will unbedingt hier weg. Sie will unbedingt nach Sibelus. Das sagt sie euch allen noch mehrmals. Sie will unbedingt nach Sibelus zurück. Sie will dringend am liebsten nochmal persönlich mit Ravion reden und sie will dann unbedingt nach Terra, weil sie auf keinen Fall so enden will, wie der Typ, den sie im Warp zurückgelassen hat. Das ist so was bei vielen von euch bei Gesprächen rüberkommt, wenn ihr mit ihr quatscht. Und jetzt müssen wir schauen, wie ihr wohin transportiert und wo wir euch hinenden. Ihr geht nach Tarsus. Nein, das ist die falsche Makropole. Verdammt, wie heißt sie denn? Anthrax. Tarsus ist die andere Makropole, in der ich gerade spiele. Anthrax, ihr geht nach Anthrax. Ich kenne Anthrax leider nicht. Anthrax ist, da sitzt der Sektor, was ist das so, Gouverneur? Der oberste Bischof-Typ. Warte, steht das nicht hier drin? Also, es ist eine halt wirklich so ultra wichtig. Ja, es ist super. Die wichtigste Makropole im ganzen Imperium, sagt jeder Bürger, der durch die Makropole durchläuft. Und du möchtest, was möchtet ihr genau tun? Also so wie ich das kenne vom Prozedere, ist ja, dass man quasi eigentlich an der Raumstation, während die sich auskennen mit dem Hallo, wie so ein Sozioniker an, altkleider Altsioniker-Sammlung, die haben schon sicher einen Plan, dass sie ja regelmäßig kommen, weil ja irgendwelche Zioniker auftauchen. Und es ist der Plan, dort vorstellig zu werden und zu erfragen, wann
Ich würfel mal und wir schauen, wie schnell ein Schiff kommt. Okay. Also. Die Leute, mit denen du redest, sagen dir, dass es tatsächlich noch nicht so lange her ist, dass ein Schiff hier war und dass ihr das wohl verpasst habt. Und ja, nee, weil ich nicht gewürfelt habe. Danke. Und dass es Monate dauern kann, bis wieder eins vorbeikommt. Okay. Im Zweifel. Sie fragen dich auch dann, wieso und überhaupt. Aber im Endeffekt wird nichts bei dem Gespräch rumkommen, außer dass du halt weißt, dass in den nächsten Monaten vermutlich keins kommt und sie dir auch noch kein genaues Anreisedatum sagen können. Davon abgesehen, dass diese Informationen streng geheim sind. Und wie möchte denn Marcia jetzt genannt werden? Haste. Wenn ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid, seid Haste. Danke. Hält 2 Stunden. Okay. Also, das Schiff kommt nicht so schnell. Was ist der Plan? Was möchtet ihr dann versuchen? Rücksprache. Rücksprache heißt? Der Zelle, was tun wir jetzt? Nöfin wäre dafür noch dieses Sibelius und so weiter, wo sie eh hin will. Kommt im nächsten Schiff nach Sibelius. Wurde das zumindest ein anderes Schiff. Genau, wie lange das dauern würde, das ganze Prozedere. Also, Scintilla ist eine der Haupthandelsrouten. Dahin zu fahren von euch aus, muss ich jetzt raten, weil ich nicht weiß, wo der Planet ist, auf dem ihr seid, dauert mit dem Warp vielleicht 1,5 Monate. Das nächste Schiff kommt in 27,5 Tagen. So nennen Sie Haupthandelsroute? Ja, ihr seid ja nicht auf Scintilla. Glück, dass ihr überhaupt hinkommen könnt. und mit dem Schiff wäre Marcia Elia Hest sowieso gefahren. Also das hatte sie vor. Dass vorher Militär irgendwas fliegt. Unwahrscheinlich. Na, dann würden wir entweder warten und wenn das schwarze Schiff vorher kommt, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, werden wir den Frachter nehmen. Viala hat auch wieder so einen totalen Geistesblitz. Was kostet Zeit schon und sagt zur Schwester, ja, also wenn es so ist, dann sollten wir wahrscheinlich da zu der anderen Handelsroute und vielleicht vorher unserem Inquisitor eine Nachricht schicken. Vor allem müssen wir eigentlich noch unsere Aufträge Nein, ich glaube, es ist. Also, ich meine, entschuldigt. Nein, hat sie gesagt. Entschuldigt, wenn ich euch widerspreche, Schwester. Ich meine, das ist natürlich wirklich, also es tut mir wirklich leid, in irgendeiner Form, bla bla bla. Aber ich glaube, euer eigener Spruch war, oder eure eigene Aussage war, dass es viel wichtiger ist, ein unsanktionierter Psioniker, der über solche Mächte verfügt, dem Reich zu bringen, als also ich glaube wirklich, dass dieser kleine, schrumpelige Planet, in dem wir Dinge herausgefunden haben, wesentlich unwichtiger ist als diese große Aufgabe und eure Erkenntnis. Ja, kurze Frage, was ist mit... sehr überzeugend, glaube ich. Also ich glaube da. Was ist mit dem Cowboy? Hat er jetzt einige Tage Zeit, sich zu überlegen, ob er mit nach Antrax kommen möchte oder gegebenenfalls über den Planetenverdacht? Richard wird vermutlich mit euch mitgehen, weil er auf diesem Planeten nichts mehr gesucht hat. Nee, Bruni wollte da bleiben. Bruni bleibt. Okay. Ja, ich stelle es letztlich zur Abstimmung, ob wir jetzt nach Sintana reisen oder nicht. Also entweder Planetenwechsel oder beim City und warten auf das schwarze Schiff. Abstimmung? Nishin wäre für den Planetenwechsel, allein in Sympathie für... zum einen in Sympathie... Müssen wir das mehr Sinn? Mit das Handzeichen machen, bevor jeder... Also, was denkt denn Viala, was wir sind? Egal, der ist total verkauft. Okay, wer ist dafür? Okay. Die Schwester sagt bloß lang. Okay, wer möchte Planeten wechseln? Nilfin, Voss und Kai.
Und natürlich Marcia. Okay, also letztlich sind das 1, 2, 3. Und Viala sagt, diese arschliche Reise nicht mehr zu ertragen. Also bei der 94 musst du einfach sagen, ist okay. Na, wer okay. Immer so steckt, der Kopf dann hinten drin. Werden wir die Reise nach Centella vorbereiten. Davor noch versuchen, halt ein bisschen, ich meine, wir müssen ja rauskriegen, wann das Pferd und so weiter. Und ihr kümmert euch um eure letzten Business-Sachen hier. Ja. Sagt ich Leuten ja. Bescheid, dass ihr verschwindet. Nehmt Richard an die Hand und nehmt ihn mit. Ihr erinnert euch an den Notfallfonds, oder Richard erinnert euch an den Notfallfonds, von dem er euch erzählt hat, so dass ihr auch an Karten kommt, mit denen ihr schnell von dem Planeten runterkommt. Und was ein Glück, sie gehen nach Skintella. und ihr werdet in ein... Ihr werdet zunächst zum Raumhafen fliegen. Und vom Raumhafen geht es weiter. Wie viele Warp-Reisen habt ihr schon hinter euch? Ein oder zwei kurz. Okay. Ich habe mein Tischtuch, ich kann bei einmal. Du bist gut. Also für euch, die ihr noch nicht so Warp-bereisen seid. Muss ich jetzt würfeln, ob ich nochmal kotzen muss? Nein, nein. Ja, ich kotze die ganze Zeit. Also manchen von euch geht es schlecht. Manchen geht es nicht so scheiße. An Bord begehen Leute Selbstmord. An Bord laufen Leute stundenlang auf und ab. Und Marcia setzt sich die ganze Fahrt möglichst nah an dich ran, Schwester. Nah oder zu nah? In dem Fall lieber zu nah, ist zu weit von ihr weg. Ihr seid im Bord. Also mir geht's ein bisschen scheiße. Also ich glaube, ich bin wirklich nicht tagtäglich überlegen. Mir geht's richtig schlecht. Und dann kommen wir in eine Makropole, die ich euch sehr bildhaft beschreiben kann. An einem Spaceport steigt ihr an Gleis 13B aus einem riesigen Frachter aus. Ihr seid 1,5 Monate, ja, vielleicht war es auch ein bisschen länger. Warp-Reisen sind merkwürdig und chaotisch. Steigt ihr aus dem riesigen Schiff, dem Transporter, an dem ihr vielleicht ein Klappbett hattet, wo tausend andere noch um euch rumgeschlafen haben, auf engstem Raum. Unangenehm. Ihr steigt aus und denkt euch, boah, geil, atmen, Platz. Menschen, überall Menschen. Und für die Leute, die von der Urzeitwelt kommen, ist das wahrscheinlich der größte Kulturschock aller Zeiten. Also alleine der Spaceport von Skintilla ist ein verwinkeltes, riesiges Konstrukt. Ihr lasst euch in dem Fall, denke ich mal, von Marcia durch die Gegend navigieren. Ich frage natürlich erstmal nur, von da die schwarze Schiffe fahren. Hier fahren mehr schwarze Schiffe. Scheinbar fahren hier nicht mehr schwarze Schiffe. Alle Psionen werden abgekratzt. Wir finden einfach keine mehr, wir haben es aufgeschrieben. Schwarze Schiffe sind alle im Kannst du nochmal mit den anderen würfeln? Das waren die guten. Ich meine die anderen einmal schon. Die werden keine Würfel wiederholt. Okay, gut. Ja. Ist egal, nachher wird es schon. Weil jetzt auch nicht, dass man wieder hoch nicht passt. Oh. Und durch die Menschenmassen hindurch navigiert ihr euch zu einem, zu verschiedenen Personen, tote Briefkasten, in die Marcia verschiedene Zettelchen schmeißt, also, oder übergibt, die sie dir natürlich vorher alle zum Lesen gibt. Und irgendwann steht ihr vor, und irgendwann kriegt die Antwort. Das ist eine Einladung. Eine Einladung auf etwas, was Marcia die Bastion nennt. Einladung zur Bastion? Klingt sicher. Und sie führt euch auf ein Gleis. Also nicht Gleis, sondern man nennt es bei Schiffen Hafen. Und das ist auch nicht das Richtige. Ah. Doch. Sie führt euch zu einem Steg.
Ich glaube, Raumdoc. Raumdoc, wie auch immer. Und in dem Moment, in dem ihr an diesem Raumdoc seid, habt ihr das Gefühl, dass die Schwester bei euch auslöst, wenn sie euch die Hand auf die Schulter legt. Nur sehr, sehr viel Schlimmer. Ihr steigt an Bord. Alles hier ist schwarz. Und dann fliegt ihr davon. Um euch rum die schwarzen Wände und die, ihr meint, ihr hört Schreie. Schreie vom Schiff. Schreie vom unterm Schiff. Die Schwester fühlt sich wie zu Hause. Und dann legt ihr wo an. Seid euch nicht sicher, wo ihr eigentlich angekommen seid. Ihr verlasst das Schiff und euch empfängt eine Frau. Eine Frau mit weißen Haaren und weißer Kleidung und weißer Haut. Und als sie ihr näher kommt, schlägt sie den Adler vor der Brust. Zelle 7, wie schön, dass ihr da seid. Ein unangenehmer Schauer über all eure Nacken. Außer bei mir. Außer bei dir. Wie wunderschön, dass ihr hier seid. Ich sehe, ihr habt noch jemanden mitgebracht. Und sie schaut auf Marzia. Und Marzia schaut auf den Boden. Nun, ich denke, es gibt einiges zu besprechen. Nicht wahr? Wir warten auf Berichte. Folgen Sie mir. Und so wird Zelle 7 mit auf die Bastion genommen von dieser Frau, die dir scheinbar zu ähnlich ist. Oder jedenfalls siehst du um dich rum die anderen unangenehm. Reagiere ich da auch drauf? Ist das sowas wie bei ihr? Dann schüttelst du mich wahrscheinlich nicht. Dann reagierst du nicht. Gefolgt der Frau. Oder so. Und dann folgt dir der Frau. Durch große schwarze Tore, in große schwarze Gänge mit Säulen. Und ihr hört Schreie, so wie auf dem Schiff. Und hier beenden wir die Zelle 7. Die schwarze Tore und Schreie. Den Abend. Okay. Zelle 7 wird hier ihre Berichte schreiben. Hier. Okay. Ohne Puna. Und bald nach eurer Ankunft wird diese Frau, die euch begrüßt hat, Marzia mitnehmen. Nicht bevor sie die Berichte geschrieben hat. Die hat Ahnung, wie das geht. Und ihr werdet vielleicht sogar befragt. Vielleicht müsst ihr gar keine Berichte schreiben. Vielleicht werdet ihr befragt. Würstchen in Zug, bist du die Wahrheit gesagt. Und über lang oder kurz wird euch eine Schläferwohnung, ein Safehouse zugewiesen. Auf Ebene 32. Sieht bei los. Und vorübergehend darf die Zelle 7 dort verweilen. Was genau mit Marzia passiert ist, wisst ihr zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich will nur wissen, wo der nächste, welcher Tempel ist, wo ich eine Werkstatt habe. Alter, ich bin voll überlebt. Der! Wir haben überlebt.